Und herzlich willkommen zu That No Seren. Heute. Sieht aus wie eine Kalkwand. Was? Eine Kalkritze? Sieht aus wie eine Kalkwand. Ich dachte, jetzt kommt Kalkwarze und ich habe mich gefragt, was das sein soll. Ich sehe aus wie eine Kalkwarze. Herzlich willkommen bei uns, der Nussherren. Heute mit dabei wieder der Richie, auch bekannt als geiles Bumsluder 3000. Hallo, ich bin das geile Bumsluder 3000. Oh, das ist mein Dragname. Meine Wenigkeit, die unberührte zarte Jungfer 69. Also nichts davon ist mittlerweile mehr wahr, aber okay. Und Puddy Maus ist wieder am Start. Sie. Hallo Puddy Maus. Die Anmoderation ist schief gelaufen. Wir sind dabei, heute Forewarn zu spielen. Wieder mal. Nachdem das letzte Mal so grandios geklappt hat, nach dem tollen Update, dazu wieder entschieden. Seid ihr dann dauernd verreckt oder was? Nee, das war echt gut. Der Stream war auch echt gut, muss ich sagen. Ach so. Also das war schon. Es war eine gute Interaction. Ich dachte, irgendwie so leicht plakatisch. Nein. War Bombe. Und tatsächlich im Anschluss nach Forewarned Phasmophobia ein paar Runden. Eventuell ist dann auch der Brüstner Mausibert mit dabei. Wir sind gespannt. Mausibert. Brüstner Mausibert. Da würde ich mal sagen, legen wir los. Ne? Ich zieh das mal hier rüber. Ich zieh das mal hier rüber. Und haben wir jetzt Sex? Was ziehst du denn jetzt drüber? Ich habe hier die Bildschirme gewechselt. Bip, 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 bip. Verstehst du wieder nicht, ne? Tütchen auf. Drüber. Fertig. Bitte machen Sie jetzt eine Lobby auf. Mache ich. Auch nichts vorbereitet hier. Ich hab's auch gerade erst gestartet, Pudi Mausi. So. Er wollte den Startbildschirm mit auf dem Stream haben. Es ist hochgradig spannend. Jetzt habe ich das geschlossen, scheiße. Wie kriege ich die Freundesgruppe auf? Alle Freunde hier einfügen. 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 Oh, es geht nicht. Hey, du musst doch den Code da oben. Jetzt geht's. Girl. Erzählt mal was, ihr süßen Mäuse, dass ich mal ein bisschen die Lautstärke. Halleluja. Verzeihung. Ja, es ist ein wunderschöner Tag im Abend des Herren. Möchtest? Ein schöner Abend, im Tage des Herren. Und ich freue mich darauf, heute ein paar. Oh Gott. Da war mit einmal eine. Ja, bist du nochmal Sonja Zietlow? Wo ist die Sonja? Ich bin die Sonja Zietlow, ja? Hier. Ja, ne? Genau, Sonja Zietlow. Und hier ist die Pude. In nussigem Ton? Ja. Speichert mein Skin immer noch nicht? Oh, es ist nervig. Du bist irgendeine Rothaarige. Ja, aber speichert mein Skin nicht. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder so einen komischen Bug habe. Ich bin immer noch Ursula von der Leyen. Ja, das passt zu dir, dieser Mann. Die haben irgendwie alle Gorilla-Arme. Ja, das ist stimmt. Aufgefallen. Die hängen alle so leicht nach vorne, ne? Ja! So. Das stimmt. Was hast du mit deiner Nase gemacht? Hast du die als Handbremse missbraucht? Türstopper. Als Türstopper? Ich war beim plastischen Chirurgen und es ist ein bisschen schief gegangen, leider. In Ordnung. Pudi Maus, ich würde sagen, wir spielen dafür eine der neueren Karten. Dread Valley ist die erste. Sissi? Wir machen Osiris Segen aus, Medikamente lasse ich an und mach's auf. Mach mal irgendwie erst eine mittlere Map oder sowas, gerne. Das gibt's tatsächlich nicht mehr, es gibt nur noch klein und groß. Und von mir aus können wir auch erstmal eine kleine Map machen. Tut ja nichts zur Sache. So, dass die Pudi das erstmal sieht und dann. Ihr müsst mal eure Tools scheren, ihr Geizigen. Girl. Na gut, ich lass mal auch dafür den Segen an, damit jeder eine zweite Chance hat. Ne? Das soll ja auch ein bisschen Fun machen, ihr süßen Mäusels. Wer und groß auf einer neuen Map. Okay, ja. Ich sterbe. Ach Quatsch.
Es gibt Medipax und Osiris Siegen. Siegen? Siegen. Nekref can teleport instantly. Bei mir hängen. Okay, es geht. Puh, die Maus, da sei doch nicht so das aufgeregt. Ist doch das Laden. Sei doch nicht so aufgeregt, so ungeduldig. Du kannst jetzt gleich noch ein bisschen ungeduldig. Oh, ich hoffe ja. Ich auch. Es gibt so viele Dinge, die ich hoffe, die passieren. Ich auch. Nicht passieren ich hoffe, können. Dass die Pudi. Hier lang. Dass ich an einem Herzinfarkt sterbe. Ja. Was sagst du so zum Interieur? Ne, so dieser schwarze. Sehr, Marmor. Sehr ansprechend. Sehr, sehr ansprechend. Ich finde halt dieses Eine Beleuchtung. Eine architektonische Meisterleistung. Diese Beleuchtung finde ich halt echt für den Arsch, ne? Das ist ein bisschen eklig. Ja. Zu deinem Vergnügen haben sie auch das mit der Taschenlampe noch nicht gefixt. Och. Fixt doch erstmal Bugs, bevor ihr neuen Content bringt. Du, ich habe aber mittlerweile die Befürchtung, das ist gewollt. Weil das kann ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Das kann nicht sein, dass das halt nicht funktioniert. So, und jetzt? Die wollen wahrscheinlich, dass du entweder die Taschenlampe oder die Fackel benutzt, aber nicht beides. Oh, jetzt geht das schon wieder. Okay, Notiz an euch, lasst keine Dinge auf den Teppich fallen, sonst habt ihr diese Dinge verloren, weil die backen nämlich durch den Teppich durch. Ist das ein schwarzer Lochteppich? Ja, also du musst es halt wirklich dann auf dem Fußboden suchen und halt mit E versuchen wieder aufzunehmen. Ich laufe jetzt hier auf dem Fußboden lang und tippe da E durch die Kante. Genau. Ah, jetzt habe ich alles, gut. Ich habe übrigens Richie Maus in Erfahrung gebracht vom letzten Mal. Ich hole noch ein Radio. Dass diese grüne Spermasuppe wohl mit dem Metall, Metalldetektor wohl als Beweis gilt. Ah, okay. Dass das dann ausschlägt. Also es kann ausschlagen, es muss aber nicht, oder wie? Genau. Also ich denke mal, dass es schon von 10 Fällen, 10, also 9-mal ausschlägt. 10-mal ausschlägt, aber es kann und es muss. Weil ich hätte dann nicht verstanden, warum man, wenn man diese grüne Blurre sieht, dann nochmal mit dem Metalldetektor extra kommen soll, weil das wäre ja dann schon an sich. Extinguish these flames. Beweis. Extinguish these flames. Where are you? Also ich würde diesen Tempel auch gerne ohne Geister erkunden. Der sieht echt geil aus. Tut er auch, ja. Du musst immer mal gucken, hinter den Vorhängen kann man immer mal noch irgendwie rechts und links lang gehen und dann kann man noch ein bisschen mehr finden. Bist du am Eingang? Am Eingang gerade. Komm mal her zu mir. Wir haben Destruction. Okay. Siehst du mich, Pudimas? Ich bin direkt am Aufstieg. Warte, ich bin gerade im Dings. Ich bin gerade im Dings. Wo denn? Bist du das? Im Menü. Ja, das bin ich. Ach so. Kannst du mal aus meinem Menü rausgehen? Ich sehe mein Menü nicht mehr. Entschuldigung. Also echt mal, jetzt geht er mal aus dem Menü raus, ey. Ist ja furchtbar mit dir, Richie. So, wer wollte... Oh, guck mal hier, Pudimas! What the fuck? Hast du die Gräuel gezeigt, das? Ja? Ja. Guck mal, Pudimaus! Oh, ich hab den Schatz gefunden und der trägt meinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Ich wollte gerade sagen, ich hab irgendwie einen Ohrwurm. Ich habe einen Cock gefunden. Was ist denn das für eine Scheiße? Wegbringen? Kann man das ausmachen? Was? Nee. Sie meint das Feuerrad. Nein, das Feuerrad kann man nicht ausmachen. Da verbrennst du jämmerlich, wenn du da, dich nicht clever genug anstellst. Oh, ich habe einen Schlüssel und die erste Fotze gefunden. Darf ich das so sagen? Das ist, glaube ich, nicht so politisch korrekt, oder? Glaube auch nicht. Das ist in Ordnung. Okay. Offline. Wurde von Twitch gebannt. Urne heißt das Ding nämlich und ich, gut. Ich habe ein Dokument in meiner Hosentasche. Oh, ich habe. Oh mein Gott. Ist das ein Gräuel? Nee, Zerstörung. Also nur Zerstörung, aber. Trotzdem nicht schön. Die Vorhänge finde ich echt irritierend. Ich muss jetzt hier mal irgendwo was fallen lassen. Ich muss das mal wieder zurückfinden. Das wäre jetzt mal gar nicht schlecht.
Achtung, hinter dir ist ein Krabbelfiech. Oh, hier ist wieder der Schnetzelraum ist hier. Komm mal mit. Ich werde gerade angerufen, ich kann hier ran. Geh mal durch, Pudimaus. Geh mal weiter. Will dann nicht. Ugh. Kann ich durch die durchlaufen, oder? Probier's mal. Ich stöhn. Solange wie sie nur stöhnen, ist alles in Ordnung. Die machen noch andere Sachen? Oh, mich verfolgte die ganze Zeit dieser scheiß Mensch ein, ne? Die machen noch andere Sachen, die Viecher? Weiß ich nicht. Manchmal. Wahrscheinlich dann, wenn der Magic aktiviert ist, oder? Ich finde die halt. Die hübsch. Also, die finde ich echt hart eklig. Ah, sie graben ein. Ja. Die finde ich halt echt hart eklig, diese Torsen. Pudimaus, du musst ja auch nicht direkt durch die Torsen laufen. Ja. Ich gehe immer, also so, ich hacke immer die Wand. Ich gehe so nah an die Wand, wie ich irgend kann. Ich muss mal heilen gleich. Ich bin nur noch okay. Oh, ich glaube, ich hab das Böse gefunden. Dann warte. Weißt du, falls du weißt, was ich meine? Ja, ich möchte, dass die Pute das Böse sieht. Moment, ich bin gerade hier hinten und sammle Gold. Ich muss erstmal suchen, wie ich wieder zurückkomme. Das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Bist du ins Böse reingegangen? Nee, das nicht. Was ist das Böse? Das wirst du dann sehen. Nein, ich will gespoilert werden. Nein, ist was Schönes. Ich finde den scheiß Weg zurück nicht mehr, ne? Ich finde den Weg zurück gleich, glaube ich, auch nicht mehr. Jesus. Hier lang? Oder war ich ja schon? Das ist ein Kreuz. Hier geht's noch voll weiter. Ich brauche echt Brotkrumen, damit ich das hier wieder... Ja, oder so einen roten Ariadne-Faden. Ah, nee, okay, es ist nicht der Raum, der Raum des Schreckens und des Grauens. Das leider Bösen. Nicht. Ich hatte gehofft. Boah, das ist so eklig. Ist das so ein Raum, wo so Nebel drin ist? Nee. Weil so einen hab ich gerade. Wie Nebel, erzähl mal. Wir haben metallische Signatur. Da kannst du nicht richtig reingucken. Dann geh mal rein. Wo ich will der? Da nicht rein. Wir haben metallische Signatur, Kinder. Ich bringe erstmal den Schatz weg und dann muss ich mal noch das Blatt mit Hieroglyphen. Bist du bei den Torsen noch, die da hingen, Pudimaus? Ja, aber da hinten weiter auf einer anderen Seite. IOT hängen auch überall Torsen. Ich will hier raus. Kann ich die Torsen verbrennen? Nein. Nein. Bist du reingegangen? Ja, ist sie. Pudimaus? Kommt ihr nicht mehr raus? Ja. Guck mal hinter Problem. Dich, Pudimaus. Muss ich tun? Guck hinter Einfach dich. Einfach mal. Hast du schon mal hinter dich? Ich will hier raus. Du. Okay, ich erzähl dir, wie du rauskommst. Warte, lass ihn noch kurz. Oh. Ich muss da auch. Ich habe hier gerade noch Gold ein, aber. Ja, also wenn du alles Gold. Prinzipiell erstmal nicht mehr rückwärts laufen, das ist schon mal ein guter Anfang. Einfach nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und wenn du alles Gold eingesammelt hast, musst du am Rand des Raums lang gehen und dann mal gucken, irgendwo ist ein Stück roter Teppich und da musst du gegen die Wand laufen. Und dann kommst du raus. Okay. Hallo Annie Rainbow. Oh Gott, ich geh nie wieder diesen scheiß Raum rein. Demo, wenn du einmal draußen bist, dann ist es egal, weil den gibt's weiß, nur einmal. Ich weiß, wo die Pute ist. Ich bin hier auch gerade dabei. Pute Maus, Scheiße, ich bist du noch hier drin? Ich weiß halt nicht, ob ich alles Gold habe. Das ist aber auch hier, ne? Prioritäten werden hier genau richtig gesetzt. Oh, da hast du den Typen gesehen, den ekelhaften? Pute Maus, bist ja. du das? Ja, das bin ich. Guck mal hinter dich. Der hat mich gehauen. Ich bin gleich tot. Wirklich? Du musst ein Medipack benutzen. Ich hab keins dabei. Ich hab eins. Du kriegst es gleich, Pudimaus. Ich suche gerade hier meinen Ausgang. Es gibt keinen Teppich. Doch, es gibt ja einen. Es gibt einen Teppich, Pudimaus. Da musst du mal durchklickern. Oder bist du schon raus, Mäuschen?
So, ich muss jetzt erstmal eben rausbrochen, Medipack. Ja, hier. Danke. Friss meine Maus. Lieber Andy, Alter. Geht's dir gut? Hast du ein schönes Wochenendenstart? Beginn gehabt. Das Wochenendenstart? Das schöne Wochenendenbeginn. Also wir haben bis jetzt metallische Signatur und Zerstörung. Es könnte sein, dass ich Schritte gehört habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Pudimaus, wie fandest du das Erlebnis jetzt? Nicht schön. Wie fandest du die Stalkerin? Sie war wunderschön. So, wir hatten Zerstörung, habt ihr gesagt, ne? Oder? Ja, bisher habe ich aber noch nichts anderes. Und metallische Signatur. Mittlerweile, danke, ich habe dreimal mittlerweile metallische Signatur gesagt. So. Die Sounds sind echt cool, ja, aber tut der mir leid, Prozess ich war ein bisschen im Keller angespannt. Ist weiter absolut lame. Ja, das stimmt. Ja, das Ritual da durchzuführen, das ist irgendwie so, ja gut, da stehst du halt da und schlägst ein bisschen mit der Fackel um dich, ne? Hattet ihr schon die neue cute Maus? Ja, hatten wir. Ich bin guter Dinge, dass wir die auch nochmal neu bekommen, damit die Pudimaus auch in den Genuss der neuen Maus kommt. Ich fand sie sehr verstörend das erste Mal. Stimmt. Ich hab geschrien. Ist das das Vieh mit den Armen aus den Trailern? Vielleicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welcher das ist. Wie viele Urnen haben wir jetzt eigentlich, Kinder? Ich habe zwei. Noch gar keine. Ich habe eine gefunden bis jetzt. Also ist eventuell eine noch in dem Grab selbst, könnte ja sein. Ja. Nicht. Wie heißt das mit dem? Ach so, disturb these. Reanimate them. Reanimate them. Reanimate them. Geht der Satz nicht mehr, oder was ist hier los? Mit Reanimate hatte ich auch das letzte Mal ganz schön Probleme. Disturb these tombs. Bring them back to life. Jetzt muss ich mich gerade mal heilen. Sonst wird's kritisch. Bring them to life. Bring them to life geht übrigens. Ich habe auch einen Schlüssel gefunden. Für was braucht man denn den Schlüssel? Also, ich habe vokale Response jetzt bekommen. Aber er hat sie nicht zum Leben erweckt. Ach, bring alter silberner Schlüssel. Das heißt, wir haben unten das Rätsel mit den Toren. Ne? Da hatten wir doch Gold, Silber und Kupfer. Ja, also einen Schlüssel habe ich auch schon gefunden. Wo muss ich denn in diesem Raum mit den Pferdchen, mit den feuerspeienden Pferdchen? Ich guide dich. Geradeaus, Pudimaus. Jetzt geradeaus. Also jetzt einmal rechts und dann links rein. Ja? Sehr gut. Ich habe hier Ektoplasma, aber kein Dings. Du bist gleich am Eingang. Du könntest es schnell überprüfen, wenn du jetzt rechts rumgehst. Nee, da ist doch schon metallische Signatur. Das haben wir doch schon erledigt. Ach so, ja. Stimmt. Aber wir haben auch Radarerkennung. Extinguish these flames. Es ist Atamon, Pudimaus. Das ist das neue Vieh. Das ist das neue. Ja, gut. Haben wir den Magi-Raum eigentlich irgendwann schon mal gefunden? Ja, den habe ich entdeckt. Wir haben auch 97,4% gedingst. Also ich habe meine eine Urne und den Bronzeschlüssel schon abgelegt. Muss mal eben ein Dokument ins Auto bringen. Mach das, wir warten. Ja, ich auch. Lieber Andy, hattest du eine schöne Woche gehabt? Warst du draußen? Warst du Fahrradfahren? Warst du wandern? Warst du Würstchen essen? Oder warst du Würstchen essen? Oder warst du Würstchen essen? Und ja, wir interessieren uns sehr für das Sexualleben unserer Zuschauer. Weil wir selbst keins haben. Was war Antimon? Das ist das Neue. Ja, nee, was muss man bei dem machen? Da legst du die Fackel ab und prinzipiell nichts weiter als mit der Taschenlampe in die Fresse zu blenden. Um den musst aufzuhalten. Du da die, doch, musst die Fackel brauchen wir auch, weil der beschwört kleine Gräuel und nur die Gräuels kannst du mit der Fackel nur vertreiben. Das ist ja nervig. Ja. Aber du kannst den quasi stunnen für einen kurzen Moment, wenn du ihn mit der Taschenlampe aber direkt ins Gesicht halten, genau. Nicht nur auf den Körper. Okay. Das zählt nicht. Du musst quasi die kompletten Augen einmal ausleuchten. Habt ihr die Uhren vor dem Dings abgelegt?
Noch nicht, vor allem ist hier noch ein Kochtopf, ne, in der Ecke, den haben wir noch nicht aktiviert. Achtung! Da war ein Magi hinter dir. Ich hab den anderen Kochtopf auch hier irgendwo in der Nähe gesehen. Ach so, ja? Ja. Ich nehme ich nicht. Meine ich. Ach, hier hinten war ich zum Beispiel. Ach hier, ich hab'n. Okay, dann gehe ich dorthin. Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wissen wir, wo die wo die Schatzkammer ist? Nein. Nö. Alter, die Vorhänge, die finde ich sehr irritierend. Ja, ich auch tatsächlich. Vor allem, weil du da nicht durchgucken kannst, so richtig. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Und den Dreadraum macht ihr beim nächsten Mal. Den was? Den Dreadraum. Ach, den was. Schwarzen. Das ist jetzt... Bist denn du für eine Pussy, ey? Das ist jetzt auch nicht viel schlimmer. Das ist das erste Mal gewesen und danach juckt es sich da auch nicht mehr. Ja, stimmt. Danach weiß ich hab ihn gefunden. Wo alles. Haben wir den Magi-Raum? Ja. Ja. Ich hab die vierte Urne. Diese Gräuel haben wohl auch echt einen Sound, ne? Das ist furchtbar. Na. Ja, was sprechen die eigentlich für eine Sprache? Ägyptisch? Gräuelisch. Gräuelisch. Gut, habt ihr beides bei? Fackeln und Taschenlampe? Ja. Die. Gut. Wo warte, ich kann ihr? Ja nochmal... Ich bin gerade auch noch am Eingang. Ach, da. Ich hab den Raum. Also das, meine Winchelroute, die schlägt auch nur zum Richtung des Mittelraums aus. Dann bitte, kannst du schon mal öffnen. Ataimon, öffnen. Ach, mit der Winchelroute findet man den Magi-Raum, oder? Nee, da findet man Gold, andere wertvolle Gegenstände, alles sowas. Ach so. Okay, Putimaus, jetzt gilt es. Ihr müsst jetzt erstmal dieses Ding suchen, ne? Ja. Ich wollte euch ja nur nochmal dran erinnern. Das heißt, wenn ich Ataimon sehe, droppe ich die Fackel, die ich angezündet habe? Nee, nicht Fackel, nicht droppen. Du kannst sie ruhig in der Hand halten. Alles. Wenn... Ah, okay. Du musst halt nur auf die Taschenlampe wechseln und ihn anleuchten. Also genau. Ich laufe jetzt auch tatsächlich nur noch mit der Taschenlampe rum. Hier gibt's halt so viele Ecken in den kleinen Gängen, das ist fürchterlich. Ja. Der Kopf. Uah. Da war jetzt aber übrigens kein Schlüssel mehr drin, ne? In dem Ding. Also theoretisch fehlt uns jetzt noch ein Schlüssel. Schlüsselrätsel. Ich hab'n. Ja. Du hast alle Schlüssel? Nein, ich hab den Hebel gefunden. Ach so. Aber der war dann aber nicht so weit hinten, ne? Nee, irgendwie bisher gar nicht mehr. Aber warte mal, wir gucken jetzt mal, wir warten mal auf die süße Maus. Vielleicht kommt die uns hier. Ah, da ist sie ja schon! Ich bring trotzdem schon mal was runter. Wo ist die süße Maus? Ja, das Viech meinte ich. Ah! Oh, es ist cute. Findest du? Ja, total. Silberner Schlüssel? Pudimaus, geht da weg! Oder wer auch immer da steht. Ich bin unten. Ah, die kommen mittlerweile runter? Ja. Nee, zu einem Großteil, ja, aber nicht ganz. Kommt die jetzt runter gerade? Der Gräuel zumindest. Aber ich glaube sie nicht. Ist es? Okay. Cool, man kann ihn sogar töten. Wir guck mal. Aber die brauchen, der hat einige Schläge gebraucht, ne? Lass sie vertreiben, Pudimaus. Die alte Sau. Habt ihr den Rest? Ich hab eine Urne. Ich hab zwei Urnen. Und Schlüssel? Ein Silberschlüssel hatte ich gefunden und dahin gelegt. Na, einen habe ich mit runter, also einen zweiten habe ich mit runtergebracht, aber dann fehlt noch einer. Dann müssen wir einen noch suchen. Oh. Ja, Kinder, wir müssen ja ein bisschen was bieten hier, ne? Eat my booty hole.
Beat My Booty Hole. Die Urnen lege ich jetzt hier unten hin. Oder hast du die irgendwo hinge... Hier. Sehr ja, gut. Ich habe dir einfach hier alles hingeklatscht. Das heißt, wir haben zwei Schlüssel jetzt. Schon, kann man die schon mal aufmachen oder muss man die zusammen aufmachen? Du kannst die Türe prinzipiell öffnen, aber die Rätsel an sich können wir noch nicht lösen. Okay. Ui. Och nö, schon wieder so eine feuerspeiende Ente. Nee, wer geht denn da jetzt rein? Das ich. Ich will nur mal gucken, ob hier vielleicht nicht der Schlüssel ist. Ich glaube nee. Mach mal deine Silbertante kann auf. Kann es sein, dass die in den, anderen Räumen sind? Ich weiß nicht, wer den hat. Nee, Pute hatte. Hä? Ich hab gar keinen Schlüssel. Dann liegt er noch oben. Oh, ich glaube, ich hab den auf die, auf den Teppich gelegt. Da suchen wir ein bisschen. Nee, auf den Aufstieg habe ich das hoch platziert. Legt. Wie, auf den Aufstieg? Auf den Holzsteg. Achso, auf dem, dem Holzsteg. Ah, okay, den Holzsteg. Ja, ja. Weiß ich auch nicht warum, aber... Beschützt mich vor der Hure. Gib mir Mühe, wenn ich sie sehe. Da ist der Schlüssel. Ich tue ihn mal hier am Eingang von dem... Na, nimm doch einfach gleich mit runter und lass uns das, den Scheiß aufmachen. Hey, das hat meine Fackel ausgemacht. Ein Schrei. Ich glaube, es ist eine Banshee. Sesam, tu dich öffnen. Oh, das ist ja auch schön. Jesus Christ. Aber auch hier ist kein Schlüssel. Nee, die sind ja auch oben. Also die sind definitiv oben. Hast du das Artefakt auch schon hierher abgelegt? Zufälligerweise? Nein, aber kann ich machen. Einfach nur ja, leg's mal hier hin, falls du verreckst, dass wir nicht nach deiner Leiche suchen müssen. Falls ich verrecke, also. Ich kann ja mal Winchelrute anmachen. Gut, das Winchelrute, Winchelrute zeigt mir nur. Unter anderem, ja, aber Winchelrute zeigt mir im Moment halt. Zeigt dir nur das nächste Item an. Ja, dann müssen wir mal durchlaufen. Also, richtig, dann müssen wir nochmal. Du kommst oben. Kommen wir oben raus? Ja, ich hab doch den Hebel aufgemacht, ja. Ist ja gut, ich sag ja schon nicht mehr. Sonst wären wir doch gar nicht runtergekommen. Ja, ist ja recht. So. So, das heißt, wir aktivieren jetzt mal die Footy. Wer ist denn da gerade unten? Die Foot. Hallo? Da war gerade die gute Frau mit den vielen Armen. Ach, weiß sie doch. Was macht sie denn? Die hat Spaß, Mensch. Die hat ja eine Zunge im Bauch. Ach, sie kommt hoch. Nee. Kommt sie nicht. Wenn ich jetzt hier mich hinstelle? Sie ignoriert aber gerade auch unsere Taschenschlampen. Hier drin war jetzt noch ein Goldschlüssel, ne? Hast du gemeint? War ein Goldschlüssel in dem... Na, da fehlt noch. Puti Maus, du wirst jetzt angegriffen von den Gräueln. Das denn keiner? Na, weil, ich hab's doch gesagt, aber doch vorhin schon mal erwähnt. Suche ich jetzt alleine? Ich dachte, ihr geht jetzt auch nochmal mit rein. Oder wir hatten hier gerade ein kleines Problem. Oder lümmelt jetzt hier ausschließlich am Anfang? Ich warte eigentlich drauf, dass du das findest. Bin auch nur noch okay. Der mag das auch gar nicht mit dem Licht, ne? Also der stört das dann auch. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich okay, das. Oh, Pudimaus, ich weiß gar nicht, war in der Schatzkammer eventuell so ein Pimmel, so ein Schlüssel, aber eigentlich nicht. Ich hab keinen gesehen. Also ich finde, man kann ihn vergleichsweise gut loopen. Der lässt einen halt echt nicht mehr raus, ne, von seinem... Kann der auch aufhören, seine Viecher zu spawnen, bitte? Nein. Der Achtung, er kommt. Da
Der gebärt jetzt aber ganz viele, habe ich das Gefühl, weil selbst meine Taschenlampe flackert, wenn der... Ja, der läuft immer noch nur am Eingang rum. Also bis jetzt bist du okay, recht sehr safe. Also du bist safe, weil wir ihn am Eingang haben. Ja, okay. Gut, dann weiß ich dahingehend Bescheid. Das finde ich sexy. Soll ich nochmal in diesem Schattenraum gucken? Nee, ne? Ich glaube, da ist das nicht. Naja, bist du danach nochmal reingegangen in den Schattenraum? Oder bist du einfach... Also du kannst da ja rausgehen und wieder reingehen und dann sieht er ja anders aus als vorher. Ach ja, stimmt. Nee, da ist keine Truhe. Er hat jetzt die Pute gegessen. Wirklich? Gibt Charge-Angriff! Ja. Was, ein Charge-Angriff? Ja, er ist auf sie zugerannt. Der stürmt ja auf seinen zu! Das wusste ich nicht. Pudimaus, gut, dass du das jetzt in Erfahrung hast. Gerne für euch herausgefunden. Ja, vielleicht kann man das mit diesem, Wahrscheinlich war er zu aggro dann irgendwann. Ähnlich wie bei Devour, weißt du, wenn der irgendwann rote Augen hat, dann kannst du den nicht mehr... Ich bin in der Unterwelt. Ja, aber du kannst dich wieder gebären. Also ich kann dir nicht sagen, wo ist gerade, ne, der Magi. Ich... Er ist auf jeden Fall nicht am Eingang, insofern... Alter, die Basten demonstrieren jetzt schon wieder hier. Osiris Segen war aus, ne? Nee, ist an. Du kannst, an. Sonst könntest du gar nicht reingehen. Es ist alles angewiesen. Medikamente und das, der Segen. Problem ist halt, dass du jetzt keine Taschenlampe mehr hast. Also du müsstest sie erst wieder aufheben. Die müsste oben auf meinem... Die müsste hier irgendwo liegen. Hier unten liegt sie. Also, Tom, falls du jetzt irgendwie was Wichtiges bei dir hast, dann... Ja. Viel Glück damit. Ich hab den Buttplug bei mir. Oh. Oh, da ist sie tatsächlich. Könnt ihr die mal wieder... Ja, sie läuft doch gerade zu uns, oder? Nee, die ist bei mir, tief im hintersten Winkel. Vor allem läuft's doch ganz schön schnell. Blöde Kuh. Könnt ihr nochmal in der Schatzkammer gucken? Die Maus, kannst du? Weil du jetzt hast du mehr als genug Freiraum. Jetzt brauchst du dich um keine Sachen. Ah, ich sehe dich, Tom. Wo war die Schatzkammer? Relativ am Anfang. Scheiße. Hm. Hat er dich? Nee, aber es ist eine Sackgasse. Hast du gut gemacht. Ach, hier kommt die Gräuel her. Ah, ich sehe schon, der ist jetzt ein bisschen aggressiver, wa? Bist du bei mir im Maus? Ich lauf wieder zurück, ja. Siehst du mich? Ich mach hier gerade. Ich seh ihn. Ja, da in die Richtung, wo er gerade hinläuft. Da geht's halt zurück und auf dem Weg bin ich. Ich lauf ihm mal hinterher. Oh, hier ist ein Sackgasse. Oh mein Gott, jetzt hat er mich. Jetzt bin ich... Verdammt. Ich bin in der Schatzkammer. Ich guck hier nochmal jetzt. Verdammt. Jetzt hat er rumgedreht, direkt hinter der Ecke und hat mich dann vernascht. Nimm Osiris Segen, mein Kind. Ja, ja. Wo kann denn der Schlüssel in der Schatzkammer sein? Gibt's da einen Schlüssel? Nein, nur den Ton. Der ist ausschließlich in Ton, oder? Ja. Achso, ich muss ja Escape drücken. Kommt zu mir, meine Taschenlampe flackert. Nee, die flackert immer, wenn der gebärt. Unabhängig davon, ob er in deiner Nähe ist oder nicht. Der ist nämlich noch bei mir. Die alte Sau. Also hier ist er auch nicht in der Truhe. Verdammt, ich lieb. Ich probiere nochmal die Route. Geradeaus, sagt sie, muss ich. Ich kann ja... Na gut, dann hätte ich... Das hätte ich vorher machen müssen, ne? Jetzt hat er dich. Ich bin an der gleichen Stelle gestorben, wo du gestorben bist, richtig. Oh, das ist... Dann geh mal als... Komm mal als gute... Naja, wenn du als gute Leiche wiederkommst, dann bist du ja tot, ne? Bist du nicht in Osiris Segen gegangen? Ja doch, aber du kannst... Wenn du als tote Leiche wieder... als gute Leiche wiederkommst... Tote Leiche? Ja. Dann siehst du alle Items. Ach so. Ach,
könnten wir da mit den Schlüssel finden. Aber ich weiß nicht, ob du dir damit dann halt auch Osiris Segen dann verbaust, wenn du dann als Leiche nochmal stirbst. Ja, ich glaube. Und wir haben jetzt eh keine Fackel. Die haben übrigens, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe, die Möglichkeit eingeräumt, dass du immer als Zombie dich wieder beleben kannst. Also, dass du dann, falls du dich anzündest, dass jetzt nicht der Permatod bedeutet. Permatod? Der Permatod. Warst du schon in der Schatzkammer? Ich war da gerade, da war nix. Tom, weißt du, wo unsere Leichnamen sind? Nee, war. Ja, das weiß ich. Oh, willst du mich... Oh, da ist er! Fuck! Er hat mich. Die Pude ist jetzt auch wieder tot. Das heißt, ich komme jetzt wahrscheinlich als gute Leiche wieder. Und dann kannst du ja mal gucken. Ich guck mal, ob ich es finde, ja. Ich habe eine Page gefunden. Er läuft gerade, naja, vom Eingang weg. Hier ist noch ein bisschen Gold. Ach ja. Hallo Anubis. Das ist ja cool, wenn du das zweite Mal stirbst, steht Anubis vor dem Osiris Segen. Mhm. Also ich habe jetzt wieder eine Taschenlampe. Bist du da wieder, wo, ich bin am Eingang. Wo du gestorben bist? Hast du das gefunden? Nein, ich bin am Eingang und ja, die Pude ist halt gestorben und dann habe ich der Pude ihre Taschenlampe jetzt genommen. Hatte ich irgendwie eine Taste, mit der ich die Vision sehe? Du siehst es so, du musst einfach dich mal ein bisschen umschauen und dann siehst du das wie so kleine... Hallo? Hi girl. Wie so kleine Angst. Also an sich weiß ich, wie sie aussieht. Ich dachte, ich könnte irgendwie nochmal dediziert meine Sinne nutzen. War schon jemand drin? Ja, da war ich schon. Und hast du nochmal geguckt? Na, jetzt gerade im Moment nicht, aber willst du nochmal durch, ja? Ja. Das klang nach Schlitz. Ja, und? Das müsste theoretisch im Dreadraum sein, im Darkroom? Nö. Im Darkroom, was meinst du jetzt? Der gruselige, böse Raum. Da habe ich geguckt, so. Da ist das... Nee, das ist auch schon verflogen gewesen, der Schatten. Da war jetzt auch nichts weiter, da war ich nochmal. Hier, glaube ich, sind wir gerade schon gewesen. Ich weiß es nicht, ich habe hier keine Orientierung. Hier geht's zurück zum Einjang. Einjang? Gut, dann gehen wir jetzt mal zum... Okay, ich sehe jetzt zumindest Items. Wer ist denn hier gestorben? Die Pute, die hier einen halben Spagat gemacht? Ja. Er ist aber in der hintersten Ecke irgendwo. Na, dann geh mal in die Richtung und dann... Also, dann sag uns mal so, wie wir da hinkommen. Am besten. Ich versuch's mal. Das Problem ist, ich glaube, ich muss am Feuer vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das als Mumie schaffe. Du, wie so, gesagt, du kommst wieder, wenn du sterben solltest. Du kannst mehrfach als gute Mumie wiederkommen. Mama sein. Ja. Hier ist nichts. Hier ist ein Kreuz. Was ist denn das für ein... Ach, das ist der Hebel. Stimmt, hier habe ich den Hebel umgelegt. Wo ist denn das flammende Rad? Da müssen wir hin. Da geht's nämlich tief. Ist das nicht am Eingang mit? Ja, okay, also ich bin irgendwie nur in die Reichweite vom Feuer gekommen und direkt verreckt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich daran vorbeikomme. Ich kann ihn nicht, weil du musst zu mir. Komm mit, Richie. Wohin? Hier. Wohin? Ah, hier ist das Feuerding. Okay. Du meinst in Richtung des bösen Feuerkreisels geht's, ja? Ja, weil anders kommst du ja nicht in die hintersten Ecken. Hier geht's sehr tief rein. Oh, jetzt muss ich erstmal die Gräuel hier abwehren. Ja, ich bin hier. Gräuli. Das ist wirklich nach allerletzten Ecke. Das sieht irgendwie nach letzter Raum auf der Map aus. Wenn ich den Matcher nicht sehe, habe ich immer so ein bisschen. Der Matcher ist gerade am Eingang. Oh, perfekt. Und scheiße, mache ich einen geilen Spagat. Hier ist der Gräuelraum. Ist vielleicht in den Särgen? Nee.
Nee, okay. Hier sind wir gestorben. Also hinterste Ecke, das ist irgendwie hinter dem, irgendwo hinter dem, hinter der Schatzkammer. Ich hab unsere Sachen, Richie. Hm. Ich versuche jetzt nochmal durchs Feuer zu laufen, ich habe aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Du kannst dich auch ein bisschen am, am äußeren Rand halten. Es ist ja, nicht nee, leichter. Ich brenne schon wieder. Also es ist als Mumie echt schwer. Hm. Weil du keinen Hit tanken kannst. Ich glaube, ich gehe Anubis mittlerweile ziemlich auf den Sack. Du bist jetzt zum vierten Mal hier, Kind. Ja, dann lass mich ruhen. Dann lass mich ruhen. Also ich habe die Wünschelrute bei. Der zeigt dir nur die Richtung an. Der zeigt das auch durch Wände durch. Der zeigt dir nicht an, ja, in welche ja, Richtung, ja, also ja, ja, welche Gänge du gehen musst. Wir müssen ist hinten hinter den Flammen. Hinter dem Feuerpferd. Hinter dem Feuerpferd. Ach ja, hi. Ich nehme auch noch mal eine Wünschelrute mit. Ach, hier ist wieder da. Wenn ich jetzt in den Dreadraum reingehe, sterbe ich dann? Nein, nein. Kann er nicht? Warum verbreitet er nicht von dem Feuer? Bist du jetzt drin? Ja, aber hier passiert nichts. Ist einfach nur dunkel. Ja, ich glaube, der Bann ist auch schon. Der Fluch ist gelöst. Der Fluch ist schon gelöst. Naja, gut. Das wird dann mit Sicherheit auch mit dem Magi zusammenhängen, wenn der losgeht, dass du dich dann ja nicht rein. So, irgendwie. Ich komme als Mumie nicht sinnvoll an dem Feuer vorbei. Es tut mir leid. Das ist. Auch wenn du richtig in das, in den Innenkreis gehst. Ja. Nee, ich glaube, sie packt es gar nicht, da reinzulaufen, ohne dass direkt angezündet wird. Doch, reinlaufen schaffe ich. Richie, wir gehen mal hier in den Thorsen vorbei. In die Lücke. Da war ich schon. Da auch ist nichts. Hinten? Ja, hinten bei der Truhe, da ist nichts. Also die Truhe ist leer. Aber ich habe ein Problem, sobald das Feuer im Prinzip über meinem Kopf ist. Wenn, auch wenn ich in der Mitte stehe. Also es hat irgendwie einen riesen Radius. Oder ich bin zu blöd, das kann auch sein. Das kann ich nicht ausschließen, aber... Der ist im hintersten, in der hintersten Ecke, meinst du, Pudimaus? In der hintersten Ecke. Der letzte Raum. Ah, jetzt geht der Thorsenraum auch... Ey, leck mir doch die Rosette. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Und der Major rennt die ganze Zeit am Anfang rum. Ja, das ist okay, solange wir mir nicht auf den Keks geht. Ach, hi. Ich konnte nicht abwehren jetzt. Jetzt. Wahrscheinlich einmal zu oft. Ach, jetzt hast du mich abgefackelt. Ja, Entschuldigung, du warst da gerade im Weg. Aber du kommst ja wieder. Hallo, Anubis. Du bist ja gerade bei dem widerlichen Gräuel da. Ja. Entferne bitte mal das Gräuel aus deiner Hose. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in der hintersten Ecke ist. Ich glaube, das ist. Habt ihr als Tote schon mal an die Decke geguckt im Totenreich? Ich hab den goldenen Schlüssel, Bitches. Der ist in der Schatzkammer. Wo? Lag er noch drin, ja? Er lag in der Truhe von der Schatzkammer. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Von der Schatzkammer, nicht von der Magi-Kammer. Nee, in der Schatzkammer. Die Schatzkammer, die aufgegangen ist durch die Hebel, oder nicht? Ja, die habe ich nie gesehen. Die habe ich nie gefunden. Da war ich nie. Ich guide dich raus. Geile Sau. So, wo bist denn du denn in der Ecke? Geh irgendwie zurück, nach unten. Ja, nee, zurück. Habt ihr eine Totensicht schon mal in die Decke geguckt? Das ist ja eklig. Links, geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus, dann links halten, rechts, ja, und das nächste links, dann müsstest du auch schon gleich das Flammare-Rad sehen. Ja, tatsächlich. Muss ich jetzt aufpassen, wo die alte ist? Kann sein, die ist irgendwo am Anfang. Ja, die ist direkt am Anfang. Links, genau, und dann rechts rum und da ist dann der Eingang. Du kannst aber, wenn du willst, schon mal gleich runtergehen. Hä? Hier ist aber nicht rechts rum. Hä? Ach, da. Mensch, da ist die alte gerade. Ja.
Schnell rein jetzt hier. Wo ist denn das hier? Hier, geradeaus natürlich. Wo ich bin, wo ich bin. Okay, warte, ich geh erstmal hoch. Sie hat gespawnt. Ich geh erstmal hoch. Hier, ihr sollt euch verpissen, ihr Fiction. Habt ihr es gehört? Stehen die am Eingang oder was? Die stehen jetzt hier echt am Eingang und warten drauf, mich zu ficken. Ich öffne schon mal das Tor. Haben sie die AI ein bisschen intelligenter gemacht? Naja, die steht da direkt am Eingang. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Die spielt Haus. Aber schafft man das dann alleine? Halte ich mich erstmal. Also ich bin hier unten drin, die Tore sind offen, ihr süßen Mäusels. Ich muss jetzt erstmal gucken, in welche Richtung ich dann laufen muss, wenn ich unten bin, ohne dass ich direkt gegessen werde. Guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen muss, ne? Pudi, du bist süß. Oh, ich komme mal dem Richie entgegen, der kriegt sie, glaube ich, nicht gebacken. Naja, nee, ich bin gerade ein bisschen, weil die Alte auch hier ist. Warte. Da dachte der Richie, er ist clever ich hab's, ich bin doch fast oben. Halleluja. Ach, gleich mal Medipack noch gefunden. So, jetzt zünden wir die Pude an, hab ich gehört. Mhm. Hier hinten. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die Scheiße jetzt gleichzeitig drücken, ne? Nicht gleichzeitig, aber zeitnah hintereinander. Oh, Pudimaus, willst du den hier machen, damit du nicht durchs Feuer gehen musst? Ich glaube, die kann gar nichts drücken. Kannst du mal gucken, ob du den drücken kannst? Ich kann ja auch als gleiche eigentlich den Hebel betätigen. Ach so. Ich bin hier im... ich kann ihn nicht betätigen. Ja gut, dann musst du das machen, Tom, gleich. Ja. Sag mir, wenn ich hab das hier. Du kannst drück. Eins, okay. Ich glaube, das ist recht human gestaltet. Gestaltet. Ja. Du musst es ja auch im Singleplayer schaffen können. Die Pute, ey. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß mitnehmen. Ach, du hast das Relikt schon, ja? Ja. Jetzt habe ich eine einzige Statue in der Hand. Aber wo ist denn... Ich habe beide Relikte, okay. So, dann teleportieren wir uns jetzt mal in das nächste... Ins Loch? Genau, teleportieren wir uns mal ins Loch. Wo ist der Teleporter? Nach unten? Noch eine Etage runter. Weiter runter, ah ja, da. Pudimaus, schnell, komm ins Licht! Komm ins Licht? Scheiße dunkel hier, ey. Oh, hinter uns ist eine Mumie. Ich verbrenn die mal, Richie. Es verfolgt uns eine Mami. How about no? How about... Wo stelle ich mich mal sinnvoll hin, dass ich aus dem Weg bin? Hier ganz hinten, da wo der Major gleich auftaucht. Nee, hier, an diesem Steinkreuz. Guck mal, diesem Steinrechteck. Ja. Da kannst du jetzt dem Spektakel dazu gucken, während wir versuchen, diese Viecher da zu feiern. Satamon. Der hässliche. You shouldn't do that. Du bist ein böses Mädchen. Das ist ja, genau so klingt dieser das, Tonfall. Ne? Ja. You think you can fool me? Ja. Boah, er zerstört den Tempel. Bisschen crazy, der Typ. Wenn man da drunter steht, wenn das gerade zerstört wird, nein, kann man davon sterben? Kriegt man keinen Schaden. Oh. So, jetzt schaut ihr dieses lustige Spektakel hier an, was einfach nur da stehen und diese Gräuel wieder verscheuchen ist. Hm. Wie viele hast du, Tom? Bis jetzt 0. Ich hab 3. 4. Jetzt kommt der erste, jetzt kommen die beiden. 3,
Jetzt kommt sie langsam. Wenn du jetzt spielst. Aber wo sitzen die eigentlich drin? Ist das ein Topf? Ist das ein Nachttopf? Wir haben keine Ahnung. Wir haben schon spekuliert, ob diese Torsen in diesem Gräuelraum vielleicht verwendet werden, um diese Gräuel zusammen zu tackern. Komm rein! Also so mutig und so. Anja! Ich muss gerade an Halbrand denken. Oh no, he's hard! Ich finde Heilbrand tatsächlich auch sehr heiß, muss ich sagen. Ich auch. Tatsächlich der größte männliche Charakter. Ja, gut, da. Boah, wann ist denn das jetzt hier mal zu Ende? Nein! Ich weiß nicht mal, weil das drei Spieler sind, eigentlich. Kommt ihr ein bisschen mehr Grütze raus, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja schon froh, dass ich nur von zwei Seiten komme und nicht von dreien. Ich glaube, das war's jetzt. Oh, du hast ja noch zwei. Ja, bei mir kamen auch zigtausend. So, das sollten jetzt aber die letzten gewesen sein. Nein! Für mich klingt das wie Jose Baro. Okay, es ist geschafft. Gut. Mrs. FU2. Sie ist da. She's back, Richie. She's back, 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 back again. Oh, es ist Why don't you come back? Please hurry. Ich hoffe, du hattest auch einen wunderschönen Freitag heute. Und einen tollen Start ins Wochenende. Wie war deine Schicht heute? Fantastisch. Wundervoll. Hast du sehr viel zu tun gehabt. 28.000 Kunden am besten. Wir drücken auf OK. Ich habe 884 Gold bekommen. Guck mal, die Pudimaus, das bist du. Ich habe dir mal ein Bild auf den Boden geschmissen. Bitch. Wo denn? Obwohl, ist das nicht Nofretete? Keine Ahnung, irgendeine Mumie halt. Das bist du, Pudimaus. Es kommt dem nah, tatsächlich. Erschreckend ähnlich. Wie viel Geld hast du bekommen, Pudi Maus? Warum hast du deine Haare gewechselt? Ach doch nicht. Ich hab Nichts. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte, aber ich habe gerade 670 im Inventar. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, was ich vorher hatte. Normalerweise solltest du schon was bekommen haben. Also, bei mir stand 650 rechts. Ich hatte heute drei Kunden langweilig. Morgen muss ich auch nochmal, aber zum Glück nur drei Stunden. Dann habe ich Wochenende. Oh, sehr gut. Oh, vor allen Dingen das klingt sexy. Dann sage und schreibe drei Kunden, nicht, dass du dich übernimmst, ne? Also ich sag mal, wenn du dreimal so einen Kunde wie mich hast, dann lohnt sich's ja wenigstens so ein bisschen. Weil du mich ja auch eine ganze Weile lang bespielen durftest. An dir spielen? An mir hat sie auch rumgespielt, das ist richtig. Mm. Oh, du bist so wunderschön. Hier, also, wie du heißt wechselst du? Sonja immer mein Zietlow. Haar, Sonja Zietlow. Klopapier sieht aus, als hätte man das bei einer der Mumien abgewickelt und auf eine Rolle gewickelt. Liebe ich finde, das sieht aus, als hätte man schon mal benutzt. Das bin übrigens ich. Ich bin die Sonja Zietlow. Und dann haben wir zweimal Ursula von der Leyen. Und zweimal Ursula genau. von der Leyen. Ja, schon wieder zweimal Ursula. Warum nimmst du auch ich mal Ursula? Ich wechsle mal eben meine Haare, dann meine Haarfarbe, dann ist das ein bisschen besser zu erkennen, glaube ich. Nimm rotes Haar. Ja. Ich bin Ursula von der Leyen in. Gibt es nicht noch andere schöne Models, die man machen kann? Oh, Jesus. Ich bespiele dich gerne, weil holy shit, schau deine Haare an. Ja, die sind echt gut geworden. Also da. Das wollte ich gerade hinten, aber das. Deine Haare haben so ein bisschen was von Brienne of Tarth in Game of Thrones. Die Alte. Kannst du nicht mal bitte hier nicht. Bist du jetzt Brienne of Tarth? Also die hier? Richie, guck dir mal dieses Gesicht an, Richie.
Da kriegt man ja Albträume von. Ich bin eins von den Gräueln von Adron. Bist du das jetzt, Richie? Ja, das bin jetzt ich. Die sieht wirklich ein bisschen aus wie du. Die sieht aus wie Nicole, finde ich. Du hast recht. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Schwert. Ah, gut. Ich habe bereit gedrückt. Ihr dürft gerne... Ich bin auch bereit. Also wir sind jetzt Nicole, Sonja Zietlow und Ursula von der Leyen. Finde ich gut. Ja, also die Haare, finde ich, hast du dich wieder mal selber übertroffen, Kind. Das ist das jetzt die andere neue Map? Nee, ich habe, glaube ich, zufällig gewählt. Oh, die Brüstner, okay. Die schickt mir jetzt die ganze Zeit neue Sticker von, die der Luca von ihr gemacht hat. Und da denke ich mir, ey, wenn du mir noch mehr Gelegenheit geben möchtest, dich zu mobben, dann mach weiter so. Sie will halt deine Aufmerksamkeit. Ist echt so. Die hat mir auch ein Bild von mir und Stefan geschickt und hat darunter geschrieben, dass es homosexuell ist. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, Richie. Oh, die Brüstner. Willkommen, Brüstner. Ach, die Brüstner. Ah, eine von den alten Maps. Wir haben gerade überhaupt nicht über dich gelästert, Brüstner. Nein. Aber auch neues Design. Ja, ein bisschen, Brüstner? Old. Die Brüstner hat auch Nein, von der Map. Blaues Feuer. Kann ich dich anmachen? Bring them to life. Ach, geht der Spruch auch? Ja. Bring them to life. Du bist allein. Jetzt hab ich einen Irrwurm. Extinguish these flames. Allein. Ich hab ein Öhrchen. Extinguish these flames. Haben wir schon den Ritualraum? Der muss irgendwo am Anfang sein. Aber ich habe ihn noch nicht gespottet. Das ist normalerweise immer direkt am Eingang, ne? Ja. Oh, die Mauchi ist auch da. Also heute haben wir auch die Creme de la Creme der Zuschauerschaft versammelt. Ich finde diesen Emoji finde ich immer noch so den geil. Emoji? Den Emoji mit diesem Messerchen, der ist so fantastisch. Ach, das ist ein Messerchen. Das erkenne ich jedes Mal aufs Neue. Es sieht zumindest so aus. Ich denke, jedes Mal ist es die Pfote, die gehoben wird. Hab den. Wie geht es dir? Hattest du... Wie ist das allgemeine Befinden? Ich hab die Urne. Ach, hast du gefunden? Ja. Warum lästert es über mich? Fragt die Brüstner. Na, guck dich doch mal an. Doch nicht lästern, wenn du zuhörst. Du, ganz ehrlich, das stirb ich am wenigsten daran. Ah, es ist schön. Also ich finde gerade die Brüstner sollte einen eigenen YouTube-Kanal eröffnen, wo sie Make-up-Tipps gibt. Bist du eine Bitch. Oh, how do you look schön. Nice with bronzer? With only bronzer. Und Diana macht einen, wie man Mäuse tötet. Agile-Raum. Es geht, komme gerade aus dem Krankenhaus, bin umgeknickt. Oh, scheiße. Huch. Ugh. Das klingt so wie Krankschreibung und Zocken, oder? Ja. Ich stelle hier die wichtigen Fragen. Das stimmt. Ich habe immer tolles Make-up, das stimmt. Vor allem tolles Tages-Make-up. Das ist mein Tages-Make-up. Ach, Mausi. Und du sollst dir mal gefälligst hier das Spiel anschauen. Vielleicht überzeugt es... Das Brüstnerhäusle. Und das Phasmo-Update runterladen. Und das Phasmo-Update. Falls du es noch nicht getan hast. Er bläst. Er kennt mich einfach. Oh. Beweise erloschene Flammen. Extinguish these flames. Er bläst um sich. Mauchi Maus. Was soll ich dazu sagen? Ne? So. So, das weißt du Bescheid? Liebe Mauchi, hast du denn schon das neue Update angetestet? Hat es dich überzeugen können? Ich finde es tatsächlich großartig. Mir gefällt es sehr. Ja, ich bin auch nicht gerade abgeneigt.
Es hat... Kann die Scheiße auch in den Gräbern sein? In den Sarkophagen? Oder ist es wieder nur in den Truhen? Die Urnen. Ich glaube nicht in den Sarkophagen. Die Urnen sind nur in den Truhen. Okay. Er bläst schon wieder. Ich schalte euch jetzt auf den Fernseher, damit ich eine schöne Nahaufnahme habe. Von meinem Klerasil-Testgelände? Von Richies Klerasil-Testgelände. Aber natürlich, ich habe mich dezent eingeschissen. Die Maps sind mega. Die Sounds sind richtig gut. Die neue Major ist geil. Unterschreibe ich alles. Das können wir alles genauso bestätigen. Wir kamen auch. Wir haben Zerstörung. Wir haben Destruction. Hast du dich schon, Säule geschrottet. Hast du schon den Torso-Raum für dich entdeckt, gute Mauchi? Nein. Gibt's den hier auch auf der Map eigentlich? Oh, nee, ich glaube, der ist nur auf der neuen. Der Torsenraum. Wir haben Zerstörung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, gestern. Oh, fantastisch. Und? Hast du dich da mal rumgedreht, zufällig? Hast du da mal nach hinten geguckt? Dein. Da will jemand mit dir kuscheln. Ja. Da will jemand. Stuhl gesprungen. Ich war aber im ersten Moment war ich auch sehr unangetan davon, muss ich sagen. Es war wirklich sehr. Wie komme ich ja wieder raus? Ich will ja wieder raus. Das war alles so eklig. Ja, es ist kein schöner Raum. Das stimmt. Schön ist was anderes. Schön bin nur ich. Also, wir haben jetzt 3 Urnen, ihr süßen Mäuse. Also, ich bin diesen ellenlangen Gang lang. Wieder in der Grabkammer. Ja, ich bin gerade diesen ellenlangen Gang lang gegangen, wo es um zigtausend Ecken geht, aber eigentlich ist es nur ein Gang und habe nichts gefunden. Das war jetzt sehr ernüchternd. 7 Ecken musst du gehen. Ich bringe mal eben Dokumente hoch. 7 Muss man eben Akten sortieren. Ecken überstehen. Was, die Ursula von der Leyen muss man wieder eine Kriegserklärung irgendwo abheften? Ja, genau. Vor allem, sie muss wieder eine Kriegserklärung abheften. Ah, jetzt habe ich eine Spinne freigelassen versehentlich. Also viel Spaß beim Feuerzündeln. Über 7 Spinnen. Greifen die Schlangen ein mit die Spinnen ein mittlerweile auch an, oder? Nö, aber. Nee, aber die machen halt doch hier den Weg zu. Ach so, ja. Und gerade wenn es dann die Not erfordert und du weg musst. Ja, die Schreie hatten wir auch schon. Ursula sortiert Akten. Ursula sortiert Akten. Oh, aus dem Weg. Hallo. Oh, der hat mir jetzt ordentlich zugegeben. Jetzt bin ich nur noch okay. Was eine Bitch. Oh, mir juckt's ein Häschen. Wir haben Radar. Wir haben Radar. Dann ist es Talgor. Radar. Es war noch mal Talgor. Was war Talgor noch? Talgor war doch Singen, oder? Oh. Richie, deine Frisur ist richtig schön, sagt die Mauchi. Die Brüstner. Das ist die Brüstner gewesen. Ja, das sehe ich auch so. Unsichtbar Tablet verwenden. Stört Nachtsicht, absorbiert Flammen, verlangsamt durch Sprache. Du bist so schön, so schön, so schön, so schön, so schön. Grüße. Ach, mit von dem Luca. Tablet konnte man ihn sehen, ne? Ja. Ach, Grüße zurück an den Herrn Lukas. Lukas? Ja, ne, also hier Shoutout to Miss FU2, die mir die Haare gemacht hat. Das stimmt. Das ist eine gute Maus. Hat sie fein gemacht. Würde ich wieder nehmen. Als nächstes kommen dann die Achselhaare dran. Ja, genau. Wir können ja nicht alles mit einmal machen. Richtig. Und wenn das ja, dann. Die Achselhaare sind eine halbe Tagessession, oder? Ja, klar. So, jetzt springen wir hier erstmal wieder runter. Ja. Wo ist denn jetzt hier eigentlich der? Der war hier geradezu irgendwo. Und zwar hier. Ist er bei mir. Kommt mal zu mir, ihr Süßen. Talgor war auch, zieht die Flammen an. Ja. Ja, das heißt, warte, dann lass uns mal eben die Taschenlampe vorne droppen, vor dem Dingsraum. Die Fackel droppen. Wieso?
Weil wir bei ihm doch keine Dings haben dürfen, dachte ich. Doch. Wir dürfen kein Feuer. Nein, wir dürfen nicht mit Feuer rumlaufen. Ja, aber mit der Taschenlampe. Ja, aber mit. Ja. Ja, deswegen verstehe ich, warum wir die Taschenlampen davor droppen sollen. Ich meinte nicht die Fackel. Ich hab dich versprochen. Ach so. Die Bude ist nur geistig behindert. Okay, ist jetzt hier noch irgendeine. Ist jetzt hier noch irgendeine Urne? Hast ja, du die eine habe ich gefunden. Ah, oh, fantastisch. Dann geht's los. Tablet benutzen, ne? Tablet ja. benutzen. Was stimmen wir für ein Lied an? Ich singe ein Lied und das geht so. Ich möchte raus, dann bin ich froh. Ach, Alter, es geht klappert jetzt die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp. Klipp, klapp. Klipp, klapp. Wollen wir einfach Heo singen im Kanon? Das funktioniert doch nicht. Das ist doch so ein furchtbar zeitversetzter Kanon. Ja, deswegen. Dann. Ja. Oh Gott. Okay, ich fange an. Der fängt an. Hey, jo, spann den Wagen an. Sieh, hey, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Hey, oh, spann den Wagen an. Sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Hey, oh, spann den Wagen an. Sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Spann den Wagen an. Sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben. Ich meine, letztlich muss man ja auch nur laut sein, wenn er wirklich vor einem da ist. Deswegen geht's ja eigentlich ja. Noch. Aber trotzdem, das war jetzt gerade. Gut, das war jetzt mal ein nettes. Schreien an, Ute. Schreien an. Verschwinde, verschwinde, du Bitch. Verpiss dich. Verpiss du. Was muss ich machen? Anschreien. Muss ich hier nur anlabern? Ja, dann wird er langsamer. Er verstellt mir den Weg. Die Bitch, ich hasse sie. Bist du tot? Ich glaube, sie ist gekommen. Das ist auch nicht mal gerade. Bist du sicher, dass das jetzt Talgor gewesen ist? Nur er war Talgor? Ein Schatten mit roten Augen vor mir, Bitch. Ich glaube, es war Talgor. Das klang gerade ein bisschen anders. Das klang gerade irgendwie so an, als wäre das der Duranzellhase gewesen, der da gekommen ist. Nee. Schön wäre es gewesen. Hätte ich wenigstens Spaß gehabt. Na, aber du klangst doch so, als hättest du Spaß gehabt. Nein, ich hatte gar keinen Spaß. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Können wir bitte mal das Scheißteil finden? Ja, ich suche doch schon. Ich bin tatsächlich auch relativ tief drin und finde es nicht. Ja, ich war ziemlich tief drin auf der einen Seite und dann kam Talgor Maus. Du warst der Hase, war auch ganz tief drin, ne? Ach, hallo Maus. Nee, leider nein. Die Geräusche. Hey, hast du jemandem die Fernbedienung für deinen Duracell-Hasen gegeben? Ist kein ferngesteuerter, leider. Sie ist nebenbei noch bei Chatterbait und hat da diese Fungus, die kriegt immer ein paar Bits zugesteckt und vibriert das Ding. Ich sehe es aber tatsächlich auch nicht, ne? Ich auch nicht, ne? Die Scheiße, was ist das? Mumie? Verschwinde und komm nie wieder? Ja, Mumien sind hier irgendwie auch jetzt für den Arsch, weil die Fackel, die ich gedroppt habe, die würde mir da ja besser helfen zumindest. Oh, ich habe gerade meine angemacht, weil ich ein Spinnennetz beseitigen musste. Es kann sein, dass ich jetzt derbe genommen werde. Ich will hier raus. Oder zumindest runter. Aus. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ach, ist nur eine Mumie. Ich sehe die Schlampe. Das ist ein scheiß Hebel, aber auch echt nicht, ne? Also. Hallo. Hi. Hallo. Sollte ich vielleicht mal die Wünschelrute anmachen? Ich weiß nicht, ob die hilft da. Ja, maybe. Probier's mal. Nach links zeigt die Wünschelrute. Hey, jo, mach die Wünschelrute an. Nach links nehmen. Aus. Na, frag mir mal nach links rum, wo du gerade hergekommen bist. Irgendwo dahin. Ist da eine Sackgasse? Ja. Weil bei mir zeigt sie mich jetzt hier. Es kann auch sein, dass hier einfach noch ein bisschen Metall, also hier ein bisschen Gold irgendwie drunter ist. Unter dem Sand.
Ja, dann lass uns mal eben einsammeln, dann ist es, dann verwirrt es die Wünschelroute nicht mehr. Die Wünschelroute? Jetzt zeig es mir in die Richtung an. Hier ist nämlich auch nochmal ein bisschen Gold. Okay, genau. Ich bin wieder am Eingang. Wir waren gerade so tief drin, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt sonst was weg ist. Erfahrungsgemäß also war der... wahrscheinlich einfach blind. War der Hebel doch jetzt immer am Anfang. Oder wir haben ich glaube, er ist hier. Das fände ich nicht in Ordnung. Geh mal bitte weg. Der Hebel oder Talgor? Nein, der Talgor, der Talgor. Ich habe tatsächlich mehr mit Talgor, mit dem Hebel gerechnet. Wer hat denn hier aber auch diese Scheiße angemacht? Ihr seid doch alle dumm. Was denn? Die Fackel? Ja, hier hat irgendjemand eine Fackel angemacht. Das kann ich gewesen sein, weil ich mit durchlaufe. Tom rennt hier mit Fackel rum. Vor allen Dingen ist mir gerade aufgefallen, dass die ganze Zeit, in der ich gesungen habe, ich die Push-to-Talk-Taste nicht gedrückt habe, also hat das sowieso nicht gezählt. Lustig. Wo ist jetzt die Kacke? Penismaus, 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 Penismaus. La 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 la. Ey, sag mal, das kann doch nicht sein, dass wir diesen scheiß Hebel nicht finden. Die Wünschelrute schlägt hier aus, noch. Ist hier noch Gold? Hier ist eine Page. Auf welcher Taste lag denn nochmal Push to Talk? Es kommt drauf an, wo du es eingestellt hast. Ja, stimmt. Ja, und normalerweise? Das kann ich dir nicht sagen. Ach, hier war ja immer noch ein bisschen Cash. Leck mir doch das Reset. Wünschelroute an. Los, Wünschelroute. Wünschelroute. Hier weg. Okay, na, es kann doch nicht sein, dass wir das Teil nicht finden. Ja, na komm, Wünschelroute. Wie der Wind treibt Regen übers Land. Hola, Ladies. Nee, ich glaube, die Wünschelroute zeigt mir jetzt nur noch den anderen Scheiß an. Also hier die vier Urnen, kann das sein? Die haben mich, glaube ich, nämlich auch gerade fehlgeleitet. Lasst die Urnen zerstören. Echt mal. Oder du musst sie aufnehmen. Werden die auch noch angezeigt, wenn wir die eingesammelt haben, die Uhren? Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Dann nicht. Ja, wenn die jetzt einsammeln, ist halt auch. Nee, das ist mir zu risikobehaftet. Wenn du dann stirbst, ja, du die Maus. Ja, ist es halt. Gut, dass du ausgerechnet auf sie anspielst und nicht auf irgendjemand anderen hier. Also Erfahrung, statistisch gesehen ist die Pude die erste, die stirbt. Ja, das ist richtig. Alles das zu sehr verwinkelt. Da stimme ich dir auch zu, Kind. Ich bin hier nämlich auch ein bisschen am Verzweifeln und nicht so wirklich direkt finden. Wo ist dieser fucking Hebel? Wir suchen einen scheiß Hebel. Mehr ist es halt nicht, ne? Hallo, Maus. Ist er da? Verschwinde, du! Ist er da? Verschwinde, du! Ja! Ja! Wo denn? Auf den Hebel. Wirklich? Talgor, ja. Talgor ist da. La 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 la. Wo denn? Er ist gerade direkt in meinem Gesicht gewesen. Ich sehe nicht mehr, ich sehe aber ich schon, er ist gerade noch an mir vorbei. Ach, Jesus, das war jetzt ein Schreck. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Und wo ist jetzt der Scheiß? Ja, wo ist denn der Raum? Hier ist alles. Sammelt alles ein, ihr süßen Mäuse. Ich brauch doch nicht das scheiß Tablet. Ich hab zwei. Okay, jetzt habt ihr alles. Ich hab zwei und das Artefakt. Dann hab ich nichts. Aber ich brauch eine Fackel. Aber unten gibt's ja dann noch eine, ne? Ja. Ah, ja. Jesus, das war doch erstmal. Auch Memory wieder. Boah, das ist doch. Oder irgendwas anderes. Nee, es ist Memory. Fisch? Ich drück mal. Wer macht? Wo muss man denn Eule, Echse, Frosch, Schlange, Fisch. Eule, Echse, Frosch, Schlange, Fisch. Eule, Echse, Echse, Frosch, Frosch, Schlange, Fisch. Schlange, Fisch. Okay, Nummer eins. Das Ganze dreimal. Runde zwei. Ach so. Frosch, Echse, Fisch, Skarabäus, Echse, Eule. Frosch, Echse, Fisch, Skarabäus, Fisch,
Garabeus, hab ich? Weiß ich nicht mehr. Entweder war es Eule-Ex oder Echse-Eule. Wartet. Frosch. Das hatten wir schon. Echse war das zweite. Ja, die war zweimal dran. Okay, nach dem Skarabeus kommt die Echse und dann Eule. Echse-Eule. Echse. Ich glaube, wir hätten nochmal von vorne anfangen müssen jetzt. Ja, ja, hätten wir auch. Drück noch einfach drauf, bitte. Drück drauf, Tom. Also. Frosch. Echse. Fisch. Skarabeus. Echse. Eule. Frosch. So. Echse. Frosch. Fisch. Frosch. Echse. Echse. Fisch. Skarabeus. Skarabeus. Echse. Eule. Echse. Okay, Hammer. Nummer 2 richtig. Und Nummer 3. Bei uns kam die mit nach unten. Bei uns fast bis nach unten. Eule, Echse, Schlange, Frosch, Frosch, Eule, Echse. Eule? Eule, Echse, Schlange, Frosch, Echse? Frosch, Eule, Echse. Schlange? Zweimal Frosch? Frosch. Frosch. Eule, Echse. Eule, Echse. Ich finde das super, wie ihr das gemacht habt. Oh. Oh, da kommt die Kiste. Lasst euch erschlagen von der Kiste. Ja, muss Ritchie nehmen. Ich habe keinen Slot mehr. Ja, kann ich machen. Hab ich. Ach, das ist eine schwarze Negerin. Die gute Braune. Tom, du musst lachen. Du bist die gute Braune. Ich bin die gute Braune. Aber nicht in diesem Spiel. Das gute braune Pferdchen. Oh, grünes Feuer. Ich musste gerade innehalten bei dem Wort, was du davor gesagt hast. Wow. Was? Du hast ist eine Negerin? Oh. Ja. Achso. Sind wir schon da? Warum bin ich noch nicht drin? Weil du Kacke bist. Du musst da rausgehen, Darling. Oh, ich hab grad wieder Bock auf kalten Hund. Ich will deinen so. Kalten Hund. Oh. Das ist ein toter Hund. Alright, alright. Mumien verbrennen. So. Zeigt er sich ja auch das Wesen? Nee, ne? Jetzt wird es wieder dezent laut. Nee, der ist doch unsichtbar. Der ist ja dieser schwarze Schatten. Ah. Wenn du jetzt aber durch das Tablet schauen würdest. Hab ich nicht dabei. Siehst du auch nur den schwarzen Schatten im Tablet? Hier sind zwei goldene Mumien. Kann ich die erstmal anzünden? Ja, die erwachen nee. Gleich. Ja, das ist mir klar. Kannst du erst anzünden, wenn sie erwachen sind? Das würde ich besser halten. Du hast schon getestet, was passiert, wenn man das Ding nicht verteidigt? Ja, ja haben wir vorgestern ausgetestet. Das hört halt einfach auf. Und dann bist du tot. Ach so. Das war's. Das Böse kommt. Das machst du sehr gut, Ursula. Ich bin nicht Ursula, ich bin Nicole. Ursula hat gerade eine gewischt bekommen. Das machst du sehr gut, Nicole. Das gibt voll fett Kohle. Du stehst da nur drum rum, oder? Das stimmt, ich nehme gerade auf. Kämpft, die Süßen. Ist das hier für ein Onlyfans oder was? Only Mumien. Oh, die Only hat mir Mummies. Eine mitgegeben. Only Mummies. Mumu. Wie hat das Only der Mumus? Ronja gesagt? Mumumia? Nee, Mumumami. Nee, Mumumia. Die Mumami. Die Mumumia. Die Mumumien, genau. Boah, ist nicht langsam mal gut hier? Nee. Kein Ende in Sicht. Immer noch. Immer noch. Warum die Fackel ist aus? So, haben wir es dann jetzt? Nee, noch eine. Oh, leck mir doch die Rosette, ey. Oh, ich bin verletzt. Jetzt kommt hier schon wieder einer. Was bin ist kritisch. Denn los? Okay, dann ich kann weitermachen. Ich bin gut. Ich kann aber heilen. Ja, dann heile dich. Stimmt, ich auch.
Du hast mehr als genug Zeit. Hier ist ja noch eine. Sag mal. Ich bin wieder fit. Aber es war's jetzt, glaube ich. Jeez. Das hat ja nur ungefähr 8 Jahre jetzt gedauert. Ja. We will meet again. Yes, I'm sure about it. I'm sure of it. Well. Guck mal, das war doch jetzt für so ein... Das hat mir alles viel zu lange gedauert, muss ich sagen. Ja, vor allem den Hebel suchen, ne? Ja, der war ja furchtbar. Wie viel haben wir denn jetzt gekriegt? Ich habe bekommen... Nur 398... Nee, ich habe 697 auch bekommen. Nee, das ist insgesamt. Kommt. Aber einzeln 398. Ja, 398. Warum hat das jetzt weniger gegeben als die andere? Weil wir weniger eingesammelt haben? Nee, weil du gerade eben gestorben bist, Pudimaus, oder? Da war der... Könnte sein. Da haben Richie und ich mehr bekommen. So, was kaufen wir denn? Weil ihr nur noch zu zweit wart im Prinzip. Genau. Kauf. Lohnt sich Schutzhelm 5? Ja, dann ist deine Lampe heller. Deine Helmlampe. Und lohnt sich Fackel 5? Ja, also naja, dann hält die halt auch länger. Ja, die hält lang genug. Ich glaube, dann nehme ich erstmal Medizin. 4. Wieso habt ihr überall Geld? Fragt die Mauchi. Na, Mauchi, weil wir nicht überall sterben. Wie sieht es denn damit aus? Einfach mal nicht sterben und dann hast du auch ein bisschen Kohle. Anders als im wahren Leben. Im wahren Leben kriegen die meisten Leute erst dann Kohle, wenn sie gestorben sind. Oder wenn jemand anders gestorben ist. Versicherungsbetrug. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sagt mein Mann. Schön wär's. Das wäre wirklich schön. Das habe ich zu Stefan neulich gesagt und das fand er nicht so lustig. Und dann hast du eine geknallt bekommen. Da wurdest du erstmal in Grund und Boden gebumst. Ich wurde erstmal gefistet. Bin dafür, ihr macht PvP an und geht als Mumie auf Richie. Das ist okay, könnt ihr machen. Warum? Aber ich hab ne Fackel dabei, dann zünde ich die alten an. Deshalb verdient die Mauchi kein Geld, weil die immer nur kämpfen. Ja, weil die immer so Anti-Mate ist. Und ich zum Beispiel finde das gar nicht so unterhaltsam, wenn man da so Anti-Mate ist. Hey, gar nicht. Oh, das ist die zweite neue Map, ne? Nur mit Andrew. Steinbruch. Guck mal, Pudi kann es nicht einfach fallen lassen. Pudi, mal aus. Alter, wie viele Treppen? Lass dich doch einfach fallen. Ja, einfach runter. Nein, wir halten uns ja an die Regeln. Oh, du bist so eine Pude, ey. Das ist unglaublich. Aber hier hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, die Thorsen zu betrachten. Deine Lieblingsthorsen. Ja. Öffnen wir erstmal die Pforte des Schreckens, würde ich sagen. Wie redest denn du von Pudis Vagina? Das ist nicht die Kammer des Schreckens. Das ist Hogwarts. Da findet sich keiner mehr zurück. You, bitch. Hast mich schon verstanden, bitch. Guck mal, die erste habe ich schon. Die erste Urne. Das gibt nächste Woche einen Player-Kill. Du willst einen Player killen, wenn du bei einem der Player eingeladen bist? Das finde ich aber auch sehr mutig von dir, muss ich sagen. So, da sagt sie nichts mehr. Ja, richtig. Eine Urne habe ich jetzt schon abgelegt, Kindrus. Ich muss mir erstmal Akten abheften. Einen Moment, bitte. Ach, scheiße, so hoch musst du jetzt wirklich die Treppen nehmen. Ja, wenn du jetzt zum Auto willst, musst du echt einmal ganz hoch nehmen. Ne? Und hier liegen ganz viele Akten tatsächlich. Ja, du musst halt gucken. Du musst nur die einsammeln, wo Hieroglyphen drauf sind. Ach so? Ja, so. Und die dann oben abheften. Ja, dann brauche ich die hier nicht. Ich dachte prinzipiell alle geben Kohle. Ich dachte auch. Ihr könnt es versuchen. Ich dachte, das wäre nur für die anderen. Aber es kann doch sein, dass ich mich täusche. Nur mit Andrew. Ja, Mochi. Am Arsch. Das bisschen Samen.
spritzt sich von allein. Sagt mein Mann. Das bisschen Samen kann so schlimm nicht sein. Jetzt habe ich schon mal eine gewischt bekommen hier von so einem Gräuel, ey. Wieso ist dein Spiegelbild aggressiv geworden? Die Bude, die ist on fire heute, ne? Die sucht ein bisschen Stress. Ich glaube, die wird heute nochmal genudelt werden. Nö. Oh, ich hab den Schatz gefunden. Stress. Ja, er trägt deinen Namen. Ist halt alle doof, wisst ihr das? So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schließt neben Willst mir ein. Was mir je ich könnte dich ganze Nacht betrachten. Ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Das finde ich so, das fand ich damals schon. Ich meine, wie alt waren wir da? 11? Hier steht eine Leiche nicht richtig. Hier steht eine Leiche gedreht im Ding. Bedeutet das was? Ich habe den Torsoraum, den Torsenraum entdeckt. Soll ich reingehen? Ja. Ich habe einen Kochtopf. Okay, ein Kochtopf ist auch im Eingang. Ja, und einer ist vom Magi-Raum. Ich habe deinen... Der ist halt am Eingang. Ja, ich glaube. Ja, dann ist es der. Ich versuch's mal, ob das reicht. Richie, er verfolgt mich. Ja, soll er ja auch. Ist das sein Job? So, aber jetzt finde ich ja natürlich hält wieder nicht etwas raus. Etwas größeren Abstand als sonst. Warum ist er jetzt... Vielleicht findet er dich hässlich. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Brauch mal am Eingang bei Gelegenheit eine Nummer 2. Das reicht nicht ganz zeitlich. Was brauchst du? An jemanden, für der den Kochtopf. Für den Kochtopf. Ich brauche jemanden, der mit mir kocht. Es klingt so richtig, als wären wir hier bei Stardew Valley von dieses Disney-Spiel, wo wir oh, ich habe den Raum gefunden. Hallo Magi. I should be so lucky, 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 lucky. I should be so lucky in love. Das ist von der Madonna. Beweise? Nein. Das ist nicht von Madonna. Doch, es ist von Madonna. Nein. Freilich ist es von Madonna. Doch, es ist von Madonna. Bist du nur high oder was? Nee, ich dachte gerade, das ist hier Kylie Minogue. Kennst du etwa deine Popkünstler nicht? Ich habe einen Hieroglyphen gefunden. Oh, hoffentlich haben wir nicht wieder die Schlüssel. Oh, ein Schrei. Ich habe bis jetzt noch keinen Schlüssel gesehen. Also, ich habe auch keinen Schlüssel. Ich habe aber dafür 2 Urnen mittlerweile. Ist gefunden. Jemand gerade vorne in Nähe Eingang? Ich glaube, dass ich gerade in die Richtung laufe, aber ich... Weil dann bringe ich mal eben Akten. Dann hefte ich mal eben Akten ab. Und dann können wir mal eben die Kochtöpfe nehmen. Ach, das warst du. Du hast die beiden Gräuel hier gerade verjagt, ja? Nein, ich bin auf noch gar keinen gestoßen. Hä, echt ne? Nee. Weil bei mir sind gerade einfach 2 Gräuel an mir vorbeigelaufen. So hier ganz ist Kochtopf Nummer 1. Ja, ich hab Nummer 2. Bleib mal da stehen auf 3. 1, 2, 3. Okay. Oh! Jetzt muss ich mich erstmal kurz heilen. Geröstetes Fleisch. Oh, er bläst. Nee, er bläst. Und ich muss mir eben Akten abheften. Ja, willst du für mich auch noch gleich was mit abheften? Du willst die Akten aften? Ich bin schon halb oben. Ach, scheiße. Naja, muss ich mitkommen. Egal. Viel Spaß, Tom. Sammel mal Beweise, gute Frau. Also, wir haben potenziell Disturbed Tombs, da bin ich mir aber nicht sicher. Also, die eine Mumie steht schräg in ihrem Sarkophag. Blasebalg. Den Blasebalg. Es bläst gerne. Bläserin. Wer ist bei euch nochmal die Bläserin? Denise. Denise, stimmt. Wir haben erlöschende Flammen. Wir sind hier nicht in Tivila. Nicht? No. Ich habe die Schatzkammer aber noch nicht entdeckt. Könnt ihr eventuell mal auf die Karte schauen? Und ich bin gerade dabei. Ich kann dir sagen, wo sie ist. Also da ist das Radar davor. Da ich habe eine Urne entdeckt. Anscheinend bin ich gerade jetzt noch ein bisschen tiefer vorgedrungen. Ja, du bist... Hier ist nämlich noch ganz tiefer ein.
Gold. Ich sehe dich auch gerade nicht auf der Karte. Du musst ein bisschen scrollen. Du kannst die nach rechts und nach links verschieben, ne? Das ist ja bewusst. Ich weiß. Ich auch schon schon. Oh, hier ist ein Lore. Ach, ja, du bist da gar nicht schlecht. Geh mal runter. Das ist gut. Links. In welche Richtung ist runter? Hier links? Nee, rechts, Entschuldigung. Aber ich sehe ihn aber auch nicht. Das bin ich auch irritiert. Rechts. Puh, hier ist eine Sackgasse. Links. Ja, ist eine Sackgasse. Also, ja, weiter. Folgen. Es ist eine Sackgasse. Okay, dann geh zurück. Ja. Und dann rechts. Ja. Hauptsache, ihr beide versteht euch gut, ne? Rechts. Und jetzt ganz lange geradeaus. I should be so lucky, 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 lucky. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Ja, ne? Gut, ich hätte bestimmt irgendwo links abgemusst. Nächste links. Und jetzt runter. Nee, ja, ah, da. Ich hab die Schatzkammer. Da. Okay. Fettkohle. Hab ich doch extra ein ja. Radar davor ja, aufgestellt. Ja. Ja, aber das sieht man ja nicht. Ja, ich weiß. Ich habe zwei Urnen. Haben wir auch zwei Urnen gefunden? Oder? Ich habe. Dann ja, haben ja, wir ja, alles zusammen. Ja, dann müssen wir nur noch rausfinden, welcher Magi. Mag vielleicht mich noch jemand rausguiden? Ja, entschuldige bitte. Jetzt wieder dem langen Gang folgen. Geradeaus, 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 geradeaus. Und jetzt rechts. Geradeaus, 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 geradeaus. Oh, hier kommt. Vokale Response haben wir. Geradeaus, rechts. Geradeaus, 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 nächste links. Wenn möglich, bitte wenden. Und jetzt bist du wieder in Eingangsnähe. Links und dann bist du wieder im Eingang. Wo ist der Raum von Heizis? Von Magi? Nee, von den hier. So, vokale Response. Haben wir Radarerkennung zufälligerweise? Habt ihr da was? Nee, Radarerkennung hatten wir bisher noch nicht und ich habe jetzt relativ lange drauf geguckt. Wir haben metallische Signatur. Metallische. Ja. Wir haben auch Geigerzähler. Habt ihr gerade die Schritte gehört? Ich weiß nicht, also ob das Schritte waren. Ja, Radioaktivität haben wir auch. Also wenn es Schritte ist, ist Ofris. Komm mal wieder runter. Schritte ist mir jetzt auch gar nicht so sicher. Oh, auf Ofris habe ich aber keine Lust. Was war Ofris? Na, der Arsch mit Ohren. Der Arsch mit Ohren, der dich kopiert. Ach, der Spacko. Wir haben hier das Radar, nee, nicht Radar, wie heißt denn das Ding? Magnetische Verzerrung. Na gut, das hilft mir auch nicht. Leck mich doch. Schritte. Au, Fotze. Oh, Reanimation, lass uns mal gucken, ob wir Reanimation kriegen. Das ist eine Mumie, ja. Ja, das ist eine Mumie. Ja, dann ist es Ofres. Yay, geil, Freude. Ich freue mich. Habt ihr den Buttplug dabei, Kinnas? Den brauchen wir. Muss ich holen, kurz. Alles andere hilft nichts. Mal, muss mein Buttplug holen. Wenn der Pfeil rennt auf dich zu und dann musst du den Buttplug aktivieren. Aber so Feuer und Zeug das ist egal. Okay, ne? Das ist alles egal. Da ist eine Mumie. Guck mal, wie die da langsam gelaufen kommt. Ich hab meinen Ang. Nee, Quark, das ist kein Ang. Du sollst den Buttplug mitnehmen. Ja. Die schleppt einen Ang mit. Und wundert sich, warum der da nicht nützt. Okay. Dann suchen wir mal den Magi-Raum. Wo ist denn der nochmal? Ach ja, haben wir schon gefunden. Der war, glaube ich, auf der anderen Seite gegenüber. Dann öffnet mal Ofris. Wo ist denn Ofris? Der Vergessene. Oh, scheiße. Ich befürchte Schlimmes. Ich auch. Ich hasse Ofris, ne? Legt ihr mal gleich, wer auch immer hier das Artefakt jetzt einsammelt, das Gegenüber hin? Mach ich. Ja. Bin auf dem Weg. Mach die Türen mal auf, ne? Denkt dran, ihr könnt
den möglichst, wenn ihr den weit weg seht, versteckt euch. So, ich... Wenn ein Star holt mich hier raus. Ich glaube, die Pute versteckt sich. Also wenn ihr jemanden seht in eurer Nähe und das keiner von uns ist... ganz komisch läuft. Und das keiner von uns ist, dann ich frag einfach nach, bist du gerade hier? Und wenn die Antwort nein ist, dann heul ich und verkriech mich. Konnte man sich nicht anzünden? Nee, du kannst gar nichts gegen den machen. Ach, ich meinte gegen die Mumien. Ach so. Die Mumien kannst du anzünden. Nee, unsere Kopien. Nein, die kann, naja, nee, das ist ja der Magi, also das ist ja Ofris. Ach, scheiße, ja. Ich hab den Magi! Der ist hinter mir! Na dann, gutes Gelingen. Hol die Maus. Wenn er pfeift, dann bist du tot höchstwahrscheinlich. Naja, noch nicht ganz. Maus. Bist da du war das? Nichts, ja? Ja, das war ich. Da war nichts, okay. Ja, du bist so normal gelaufen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht du gewesen wärst. Ach, hier ist der Torsenraum, ne? Hinter mir her, ich will nach Hause, ich will zu meiner Mama. Hier war der Torsenraum. Ich kann dir auch nicht mehr helfen. Ja, hier ist auch nichts. Hör dich auf, hinter mir her zu laufen. Axel, ja, das ist Ank. Doch... Nee, erst wenn er pfeift. Bitte. Was denn? Ich hab ihn bei mir. Ach, das ist er, oder? Das ist das er. Das ist der, ne? Oh! Nee. Ich hab's Anke in der Hand. Der ist aber auch schnell, ne? Rennt der schon? Nee. Der rennt. Ja, der ist seit Ewigkeiten hinter mir. Ja, jetzt ist er hinter mir her. Ja. Oh, danke. Ich hatte. Danke. Gott hat abgelassen. Die Mutter Jesu. Oh. Ich muss mich mal eben heilen. Ich bin gerade in der tieferen Ebene. Achso, wir haben den Hebel noch gar nicht. Ich dachte, wir hatten den schon. Nein. Nein. Fuck. Du suchst mal schnell weiter, Pute. Ich bin ihn wieder losgeworden. Ich hab ihn auch nicht. Also ich meine den Magi, ne? Ja, ja. Ja. Läufst du gerade vor mir? Nein, ich bin ganz weit weg. Irgendwer von euch? Da wäre ich gerade dem Magi hinterher gelaufen. Ach gut. Aber es scheint vergleichsweise einfach zu sein, ihn abzuhängen. Okay, wir haben den Eingang. Wenn du am Eingang diesen Holzbalken hochgehst und dann einfach dich runterfallen lässt. Oh, scheiße. Oh, jetzt pfeift er! Er pfeift! Na, dann musst du ihn jetzt abwehren, ne? Maus. Mhm. Ich hab zwei Uhren in der Hand. Zwei. Ja, ich hab auch zwei. Da ist Tom, er! Du musst die letzte, das Relikt nehmen, ne? Ich kann auch was droppen. Oh, da war er, der Arsch mit Ohren. Hast du ihn abgewehrt? Ja. Wo ist das scheiß Relikt? Wo ist es? Hammer, wir haben's, komm. Ich hab's. Alles gut. Oh, bist du schon der wieder hier? Der ist da noch! Der ist hier unten! Der kommt! Der kommt doch nicht bis ganz runter, der kommt, oder? Der ist hier! Ich hab's Amulett in der Hand. Ich hab meins gerade gezündet. Kinder, der ist hier! Eins. Ich hab meins jetzt verbrannt. Das ist das Norden, Osten, Süden, Westen. Das packen wir doch jetzt nicht, wenn ich der hier ist. Ich kann mein Amulett noch viermal verwenden. Das packen wir doch jetzt nicht. Der ist hinter mir her. Ihr müsst das jetzt mal ganz schnell fix regeln, ihr Bitches. Habt den Kompass bei. Ich kann das nicht. Ich kann den mitnehmen. Lasst mich den mitnehmen. Ich hab den Kompass nicht. Ich muss mal nochmal hoch. Ich hol ihn. Warte, ich nehm den Magi mit. Wieso kann denn der hier mit runter? Wie arschig? Wie arschig? Wie assig? Zeig mal dein arschig. Assloch. Ich mache ja schon mal die Fackeln an, ne? Dass es hier nicht so ganz so duster ist. Aber ich habe auch mal mein Zeugs gedroppt. Meine Ohren. Kann jemand mal schon mal übersetzen? Ja, ja. Ich habe ja zumindest schon mal den... Wo sind denn die Zettel? Hier. So, Affe nach Norden. Habt ihr ein Dings? Mm-mm. Ich bring jetzt eins runter. Mhm. Bring einen Kompass, gute Frau.
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass der Magic Eye wieder hinterher ist. Nee. Naja, im Moment nicht, aber der hier ist ein... Der Affe muss nach Norden. Tom, nimm da den Kompass, der liegt hier. Ja. Ich gucke jetzt hier mal in die Richtung, in der Hoffnung, dass er nicht herkommt. Und Norden herkommt, ist hier. Die Richtung, wo ich laufe. In die Richtung ist Norden. Okay, also... Der Affe nach dahin. Ja, weiter, Pudimaus? Ja. Ich glaube, wir... Der ich Hund, der Jackal... Nach Osten. Ja. Die Eule? Der Vogel? Ja, okay. Der Vogel muss nach Westen. Ja. Und der Mensch nach Süden. Okay, dann lass mich mal schnell. So, Süden. Vogel Westen, ne? Ja. Jackal Osten. Okay, Nummer 2. Süden. Mensch Süden. Jackal Osten. Affe Norden, Vogel Westen. Affe Norden, genau. Vogel Westen. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Affe Norden. Süden. Das ist doch gut. Guck mal, da hab ich den so einfach abgehangen. Das ist echt nicht schwer. Aber einmal musste ich zücken, einmal hat er gepfiffen bei mir. Nee, aber ich glaube, also wenn du am Eingang bist und diese Holzpalisade hochläufst und dich dann einfach runterfallen lässt... So, jetzt hab ich's. Damit kommt der nicht klar, ja. Und dann kannst du halt einfach weglaufen. Weil der dann erstmal den Weg wieder zurückwatschelt. Das ist eine gute Idee. Du äst also ich Ohren. Hab jetzt drei Sachen. Zwei Ohren. Ich hab das Artefakt. Habt ihr zwei, Hammer, vier Ohren? Ja. Ja, haben wir ja. Alles. Ha! Guckt mal, Kinder. Das war doch, das wo war doch jetzt bei. Wo müssen wir hin? Nach unten. Prinzipiell immer nach unten ist der Teleportationsraum. Ja, wo ist unten? Wo ist oben? Was ist das Universum? Da, wo der Treppenabstieg ist. So, ich bin ja schon raus. Wie raus? Naja, aus der Teleportationskugel. Oh, jetzt kommen wieder die Krabbelviecher, ne? Ah ja, stimmt. Ja. Ist ja wieder Krabbel-Time. Krabbel. Kamen wir nicht hier noch irgendwas zum Anzünden? Nee, ne? Ich hab doch was zum Anzünden da. Meinst du jetzt nee, ein Feuerzeug, oder? Ich meine in Richtung Lampe, Licht. Nö, wir könnten die Taschenlampen droppen, aber es wird eh gleich hell, weil das brennt hier alles. Stimmt. Ja. Pudimaus, bist du. Ach, du bist da, okay. Ich bin da, ich bin da. Nee, das ist Ofris. Warum sind wir zu viert? Das fände ich voll lustig. Obwohl, ist das Ufres? Kann Ufres überhaupt die Füße haben? Ach, da ist der Arsch mit Ohren. Ist der hässlich. So, just come to this. Ja, es ist zu deinem Arsch mit Ohren gekommen. Habt ihr ihn eigentlich mal kurz gesehen oder habt ihr ihn nur in seiner menschlichen Form gesehen? Nur in seiner menschlichen Form. Na, ich hab ihn gesehen, ich musste einmal das Amulett zücken, tatsächlich. Ach so, ja, ja, okay. Oh, kannst du das bitte nicht? Danke, ich brauch Feuer. Na gut, dann machen wir jetzt dieses spektakuläre Rätsel noch. Der Teleport ist jetzt auch aus, ne? Ja, ja. Die Scheiße. Pudimaus, du machst die Mitte. Du machst, wenn sie durchbrechen. Ich bin hier eigentlich lass rechts. Lass ihn mal machen. Lass ihn mal machen. Achso, dann machst du Richie die Mitte, falls er... Ich koordiniere eure Angriffe. Und schlagt. Und schlagt. Und schlagt. Hi, Bitch. Hauseefahrer! Fuck! Hauseefahrer! Diese Geräusche, ey. Hauseefahrer! Ich werde hier belagert. Ich werde bin echt schwierig auf der Seite. Mentor! Oh.
Mitty, das Teil. Da will man einmal kurz da Pute helfen, ne? Ja, würdest du dich jetzt bitte mal wieder verkrümeln? Diese ganze Karten weggeht! Ich finde die Geräusche sind echt eklig. Einer geht in die Mitte. Die hören auch gar nicht mehr auf. Miha! Oh, bitte. Nein, das dauert jetzt noch eine Weile. Achtung, Mitte, Mitte! Ja doch, ganz ruhig. Das Ding das kann mit ein paar Schlägen in deinem Ritualkasten auch schon aus. Das stimmt, bei uns ist er fast letztens zermöbelt. Oh Mann, mal, das war's doch jetzt. Nee, bei mir sind noch viele. Oh, ich guck hier, dass hier nichts mehr kommt. Jetzt ist es fertig. Ja. Yeah. Jesus! Ich hab jetzt Hacker benutzt. Ich hab auch zuerst die rechte Maustaste gedrückt, da ist nichts passiert. Ich wäre fast wirklich gestorben. Oh, not one of us! Errungenschaft! Ja, den hab ich auch noch nicht. Ich glaube, das war sogar eine geheime. Nee, das ist doch einfach nur, dass du jeden Match einmal im Ritual besiegt hast, oder? Aber wir haben doch Ofris schon mal besiegt. Im Ritual? Lass doch mal gucken gleich so, bei Steam, was das für eine Ritual ist. Ritual stimmt, haben wir es, glaube ich, noch nicht gemacht. Ofris finished, steht da nur. Ja, dann ist es einfach nur die Ritual-Dings. Aber stimmt, da hatten wir Ofris noch nicht. Da sind wir bisher immer gestorben bei Ofris. Ofris ist ja aber auch scheiße. So, Kinder, wie sieht's denn aus? Ja, der hat eine ziemlich lange dann auch. Er hat eine lange in der Hose. Ich würde sagen, Phasmophobia? Wechsel? Ich hab 1000 irgendwas Gold bekommen. Ich hab 1500 Gold bekommen. Nee, das war insgesamt. Rechts musst du gucken, steht das, was du tatsächlich bekommst. Ich hatte eben, vorher hatte ich nur noch 20. Ich hab fast alles ausgegeben. Ich hab einen Penis in meiner Hose. Ah. Ich gucke jetzt aber, bevor wir, also ja, wir beenden jetzt diese Session und fangen den Phasmo-Teil des Tages an. Und ich gucke jetzt, ob ich noch ein bisschen Eiscreme habe. Bis gleich. Wollen wir mal endlich ein bisschen gutes Zeug kaufen? Unfassbar. Auf welchem Level hast du deine Sachen? Das meiste 4 oder 5, aber so ein paar Sachen, Seismometer und so, habe ich noch auf 2 gehabt. Ja, stimmt. Welcome back. This job's ready for you. Zum Tanzen? Da ging ein Mädel. Mit güldenem Band. Was macht sie mit dem Band? Das schlang sie dem Burschen gar fest im Penis. Im Penis. So, Brüstermaus, ist die jetzt mit dabei von der Partie oder nicht? Und wenn ja, wie handhaben wir das jetzt mit Sprachchat? Kommt sie denn mit in Discord rein oder? Ja, am sinnvollsten schon, wäre das oder? Schon, ne? Ansonsten kann die Mochi auch mitspielen, wenn die Brüste eigentlich möchte. Aber die hat sie möchten. Habe ich mir auf die Machst du wieder Zunge. Eine Lobby, gute Frau? Ja. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Aua. Das ist ungeil. Mhm. Ohne das Komma. No shit. Ich bin gleich wieder da, gute Frauen. Oh, ich habe Eiscreme gefunden. Einen gefrorenen Brokkoli? Brokkoli, Brokkola. Gefrorene Brokkoli, Sorbet-Creme? Mhm. Warum bin ich eigentlich so sexy? Internet.
Kennst du noch Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen? Ja, selbstverständlich. Kennst du diese eine Folge, wo er sich irgendwie ganz viel tolles Zeug wünscht? Und die Eltern fragen ihn, wo hast du denn das und das her? Und er sagt laufend, Internet. Ja, das stimmt. Das ist ein zur damaligen Zeit guter Joke gewesen. Ich war ja eine Zeit lang, oder hauptsächlich geprägt wurde ich durch Super RTL. Wie war das bei dir? Mehr so RTL 2 oder Nick oder Super RTL oder vielleicht auch Kika? Warst du mehr die Kika-Fraktion? Also ich wäre gerne ein Nick-Kind gewesen oder Nickelodeon-Kind gewesen, ja, aber ja. Ich war ein Super RTL-Kind, weil wir hatten damals kein Kabel bei uns. Wir hatten nämlich nur den Dorfsender. Kann ich tatsächlich, ja, ich weiß, was du meinst. Bei uns war das ähnlich. Nick kam ja dann irgendwie nochmal neu auf und das hatte damals die Lena gehabt drüben. Und die hat dann auch immer regelmäßig Nick geguckt und da war ich immer ein bisschen neidisch, weil wir selber hatten auch keinen Nick. Und du bist ja nicht einfach zu Lena gegangen und hat. Ja, ab und zu schon. Aber ich glaube, wir hätten auch einfach mal einen Sendersuchlauf mal machen müssen, weil ich ja prinzipiell wären wir in der Lage gewesen, das zu machen, also das zu empfangen. Genau. Nee, aber durchaus eher Super RTL. Und da kam sowas wie Cosmo und Wanda. Kennst du die Rubber Dubbers? Wir sind die Rubber Dubbers. Splitsch, splatsch, splitsch, splatsch. Bitte was? Die hießen Rubber Dubbers, glaube ich. Rubber Dubbers. Ja. Oh, das sieht ja gruselig aus. Sind das diese Wasserspielzeuge? Ja! Guck, hört dir mal das Intro an, Deutsch. Oh, ich darf das, glaube ich, gar nicht abspielen. Ich schicke es dir. Ich hab's bei YouTube gerade auch. Bei introgerman.de? Das? Rubber Dubbers Intro. Genau, auf German, hä? Aber. Ja. Hört ihr das Robert mal an? Rubber Dubbers? Was war das denn noch? Das war eine Idee. Richie, warum schaust du denn zu verstören? Das ist der Grund, warum ich so geworden bin, wie ich jetzt bin. Das ist ja ein Abgrund, der sich hier auftut. deine komplette emotionale Entwicklung erklären könnte. Ja. Alter, wie düster ist das? Link. Wieso düster? Warte, ich mach's hier in Discord. Link, ja. Oh, Ele Link. Oh, das hätte ich jetzt fast in unseren Dings gemacht. Ja, genau. Haus in den Global Chat. Wo ist denn der Chat wo ist die Chatbox von unserem Sprachkanal? Du musst auf das Live-Ding gehen einfach, du musst runterscrollen. Du kannst doch hier wenn du auf der linken Seite, wo die ganzen Kanäle sind, kannst du auch einfach Chat öffnen klicken, wenn du mit der Maus über den Live-Kanal drüber gehst. Aber da öffnet sich nichts bei mir. Bei mir schon. Aber es kann sein, weil du es gerade als Pop-Out raus hast. Ach ja. Sieht man das? Ja, guck mal, jetzt ist das hier auch ein halbes Versehen weg. So. Erstmal Werbung. Es ist schon ein Ohrwurm, ne? Ja. Ach, der Scheiß war das. Ist das nicht süß, Richie? Ich mochte den Seestern sehr. Planschi. Ach ja. Ja, genau, da kam sowas wie Rubber Dubbers, viele andere Sachen. Koala-Brüder. Also ich finde, um mal dieses Thema aufzugreifen, Leute beschweren sich darüber, dass so eine Dinge wie Bibi Blocksberg oder keine Ahnung, Winnie the Pooh neu aufgelegt werden. Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Dass sie neu aufgelegt werden und dass sie dann ein bisschen halt anders aussehen als die es sind halt allein schon andere Zeichner. Aber wenn ich mir das dann daneben angucke, dann wundert es mich nicht, dass unsere Generation so geworden ist, wie sie geworden ist. Diese Wasserspielzeuge, die da... Ja, das ist total süß.
Ey, wenn du da noch einen Schwarz-Weiß-Filter drüber legst, dann glaubst du echt, dass du in so einem schlechten Horrorfilm... Jüngeren Geschwistern, das war so Generation, da lief kleine Einsteins und so. Und das war auch nicht besser, oder als Little Amadeus. Little Amadeus, du kleines, du Wasser. Ein Wunderkind bist du. Little Amadeus. Und alle hören dir zu. Du hast Musik gemacht, heute wird an dich gedacht. Als ein Musikgenie vergessen will ich nie. Alter. Warum kennt ihr diese Infos noch auswendig? Weiß ich auch nicht. Also, wenn ich mir, leider sich ins Hirn windet. Wenn ich mir eins merken kann, dann das. Das hat alles sämtliche Sachen ausgelöscht. Um mir diese Zeilen zu merken. Alles ruiniert in deinem Hirn, ja. Deswegen kann er sich auch keine Spells merken. Stimmt. Ich höre immer Little Amadeus. Und Wabadabas. Also bei manchen Leuten ist es so wie dieser Affe, der da mit den beiden Becken zusammenschlägt im Kopf, wenn man auf irgendwas nicht kommt oder der Kopf gerade leer ist und bei dir ist einfach nur Little Amadeus in Dauerschleife. Ja. So, ihr Süßen, ich habe Sachen dazu getan. Spricht ihr über Discord? Ja, wir sprechen über Discord, Mäuschen. Ich glaube, es hört sie nie. Discord naja. Mit T. Discord mit T. Warte, ich gebe ihr meine Einladung. Kann ich die überhaupt machen, so einfach? Hab ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so geht. So easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Nein, ich dachte, er war ja... Ist das. Discord ist ja wichtig nur wegen des Bildes. Wir können ja wirklich... Richie, du, ich schalte dich bei Discord stumm und dann gehen wir in den Steam. Ja, das können wir auch machen. Steam, Sprachchat. Pudimars? Hallo? Ja? Si. Ich habe jetzt mein Mikro beim Discord einfach stumm geschaltet. Ich denke, das ja, ich habe mein Mikro und meine Lautsprecher im Discord stumm geschaltet. Oh, sehr Perfetto. Gut. Ihr seid voll die sweeten Mösen. Mal gucken, wie das funktioniert mit meinem Internet, wenn ich zwei Sprachchats auf habe. Also kannst du Discord einfach ausmachen. Pudimars? Ja, korrekto. Rüstnermaus ist dazugekommen. Rüstner, kannst du mal was sagen, damit wir dich auch hören? Rüstner? Nein, hallo? Scheinbar nicht. Hallo. Ja, sehr leise. Jesus. Ja. Ja gut, so ein bisschen was kannst du ja im Steam selber. Wir können die Rüstner ja auf 200% Lautstärke drehen. Hab ich gerade gemacht. Ich auch. Sag nochmal was. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Hört ihr mich so leise? Oh, jetzt besser, ja. Kannst du mal eine Runde ohne mich spielen, dann kann ich euch erst nochmal zugucken. Nein. Das haben lange genug gewartet und dich. Du brauchst sogar nicht mal was dazu packen, weil wir haben schon alles voll gemacht. Haben wir auch die vierte Taschenschlampe dabei? Die wir dann höchstwahrscheinlich sowieso nicht haben. So, ich spiele wieder random. Ja. Weiß ich nicht. Ja, wir haben 5, noch was. Das ist okay. 5, noch was ist in Ordnung. Irgendwer hat doch nichts dazugepackt, gute Frau. Ich hab dazugepackt. Ich hab auch dazugepackt. Ich auch. Videobeweis. Ich hab jetzt nochmal was dazugepackt. Haben wir jetzt alles? Ja, ne? Oder? Nee, uns fehlt noch ein Räucherstäbchen. Achso, ich hab nur eins drin. No. Ich habe zwei Räucherstäbchen. Beweis, zwei Räucherstäbchen. Was ist denn jetzt Räucherstäbchen? So, jetzt da ist unten. Auf jeden jetzt Fall ist alles voll. Ja. Ich habe einfach nochmal auf hinzufügen geklickt. Ich weiß halt nicht, ob es dann nur das eine Ding hinzugefügt hat oder alles, was gefehlt hat. Na, du machst alles nochmal das rein, was du in der Vorlage drin hast. Ja, dann ist es jetzt also, so. Ja, scheiß drauf. Alle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Was? Luca im Hintergrund, wa? Ich hab die Bumsen da gerade. Ich glaub, Luca muss ja erstmal noch die Technik erklären, wie es funktioniert und dann. Ah, na, das ist die Maus und das ist die Tastatur. Das ist der An- und Ausknopf. Anna, das ist ein Laptop. Fangen wir mit den Grundlagen an, ne?
an und aus. Ich muss erstmal mit der Plattform klarkommen. Plattform? Welche Plattform? Anna ist in der Matrix gefangen. Sie spricht in fremden Zungen, Richie. Was ja, ich glaube. Welche Plattform? Na, ich glaube, sie meint eher dieses, dass dann das nicht mehr so aussieht, wie es vorher ausgesehen hat. Also sie ist doch noch gar nicht im Spiel, die oder? Die Lobby. Ach doch. Stimmt. Ja, ich muss erstmal hier lesen. Sie liest jetzt die Benutzungsbedingungen. Die Terms and Conditions. Ist aber noch nicht besser geworden, oder? Dein Schamhaarhusten? Das ist nur kurz, weil ich widerspreche. Hast du den ganzen Tag über ein Schweigegelübde abgelegt? Ja. Manchmal ist es auch besser so, ne? Mhm. Oh, ja, hier, wo ich euch beiden Wurmböcke mal da hab, ne? Sie hat mich jetzt auch gefragt, ob ich auf Anraten von der Brustmann scheinbar, ob ich nicht auch mit auf das Wochenende nach Göttingen möchte. Wer jetzt? Christian. Na, und? Jetzt hab ich noch nicht geantwortet. Aber du überlegst es. Also eigentlich ist es schon, ja. Die Brüsten ist da, ich bin da. Christiane ist nicht da. Das ist eigentlich schon Grund genug hinzufahren. Ne? Ich bin in diesem Moment zu weit. Aber ja, sprecht mir weiter. Die Nachricht lautete nämlich wie folgt. Am Wochenende vom 18. schon was vor. Der Tom und die Anna kommen mich besuchen und die Anna sehnt sich so nach dir. Und dann der letzte Satz. Du müsstest aber eine Isomatte mitbringen. Meine Isomatte kann ich auch mitbringen. Das fand ich halt nur sehr lustig wieder. Dann so, du müsstest aber bitte eine Isomatte mitbringen. Das heißt, ich muss wieder auf dem Fußboden schlafen, ist klar. Ich kann. Au. Willst du Maple Lodge machen? Hab ich schon Hausgeist Hallo gesagt? Ja, hab ich. Ich weiß nicht, ob ich Maple Lodge machen würde. Du kannst dir da auch eine Karte aussuchen, dann ist zufällig. Ja, nur wegen des Lagging-Verhaltens dieser Karte. So, ich wollte kein Woodwind, ich hab mich verklickt. Ja, so, Maple, okay. Ich bin für Willow. Verschiedsweib hier wahrscheinlich noch. Bin ich für Willow? Willow? Ja, ich bin für Willow. Ja, wieso kannst du das denn override? Achso, weil zwei. Oh, da war es jetzt aber, jetzt warst du schon hier on fire. Hast du gehört, die Bude? Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt hat er es erschlagen. Jetzt hat er gesagt, oh Alter, du kommst mit der Technik nicht klar. Ich bin falsch geblieben. Was? Ich bin kein Vergleich? Sie ist gleich soweit. Ach so. Oh, ich freue mich auf nächstes Wochenende. Ja, ich mich auch. Tierisch. Ich freue mich vor allen Dingen jetzt erstmal auf dieses Wochenende, weil morgen fahren wir nach Berlin. Dann gibt's erstmal ordentlich was beim Kroaten. Nein. Dann am Sonntag gehen wir ins Tivoli oder so heißt es. Das ist so eine Saunalandschaft in Berlin. Nice. Am Montag gibt's zu Mittag Currywurst und dann am späten Nachmittag fliegen wir nach Neapel. Dann gibt es 4 Tage lang Neapel und am Donnerstag kommen wir wieder zurück. Von BER Flughafen? Ja. Bin noch nie über BER geflogen. Ich bin mittlerweile 3-mal da geflogen. Bei mir sind halt München, Stuttgart und Frankfurt am nächsten dran, ne? Ja, und mit der Hand über den Arsch bist du schon gefahren. Geflogen. Geflogen. Was? Gebrettert. Ich hätte eher gerne noch den Hexenbesen. Das wäre so. Kannst du doch einfach so einen Handstaubsauger nehmen, oder? Nee, also wenn schon so einen richtigen Besen mit zusammengebundenem Reisig. Oh, sie kennt sogar den Fachtermini. Davon haben wir tatsächlich bei meiner Mutter steht, hängt da einer. Soll man den ja mitbringen? Der ist auch mit sehr massivem Holz, also der Besenstiel ist gut dick.
Da schau jetzt nicht so bei langen Flugzeiten. Ja, genau. Genau deswegen, ja. Was steht denn jetzt da oben? Stand das schon immer da oben, diese Kiste? Ach so, das ist das Jenga-Spiel, ne? Ja, das hat jetzt mittlerweile bessere Physik. Was meint ihr, wie lange brauchen sie noch? Du bist dran. Ich, Tom, sag mal, ich sag mal bis 22 Uhr. Oh, ich hab... Okay. Du musst einen Jenga-Stein rausziehen. Ich bin auch dran. Ja, ich muss noch wieder reinstecken, oder nicht? Ja, steck's wieder rein. Wirklich jetzt? Wie kann das denn rein? Steck's von rein. Von oben drauflegen, ne? Ja. Ich brauch aber nicht. Oh, ich habe einen weggeschlagen. Nee, nur das Rausziehen funktioniert mittlerweile. Ja, na, dann lass einfach nur eins nach dem anderen rausziehen und bei wem es fällt, der hat verloren. Bin dran. Ich war noch gar nicht dran. Ich auch nicht. Dann mach. Ja, aber das bringt mir ja nix. Oh, Bruder. Nein, ich hab's umgeschmissen. Kann man den resetten? Oder erst? Nee, erst nach einer Runde. Tom, der verlegt jetzt ja erstmal eine Mauer. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Und jetzt ohne E. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Seht euch mal die Wand an, wie die Wand tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Und jetzt nur mit Wann. Also ich kenn das auch so, dass du auch beim Tanzen die Buchstaben weglässt. Dann. Das auch. Beim Tanzen? Ja, also aus Tanzen wird Tanz, wird Tanz. Seht euch nur die an, wie die Wörter kann. Oh, da bekomme ich voll Appetit auf ein Würstchen, ey. Du räusperst dich und bekommst Appetit auf ein Würstchen. Das habe ich jetzt gar nicht so Tom wahrgenommen. In a nutshell. Oh, Würstchen. Es fehlen immer noch Oberschenkelknochen. Wir haben immer noch keine Oberschenkelknochen gefunden. Ja, man hört dich. Hört ihr mich? Ja, man hört dich. Okay. Nein. Okay. Also das haben wir jetzt schon mal hingekriegt. Oh, die Brüstner ist da. Ich bin da. Oh, erstmal hier stumm schalten. Oh, guck mal, die Brüstnermaus ist da. Ich hab voll auf meinem Bildschirm gerotzt, ey. Brüstnermaus, das ist ein Sau. Einmaliges Event hier, nach gefühlt 1000 Jahren. Stopp. Sie ist doch noch nicht da. Luca, wenn sie sagt Stopp, dann hör auf. Nein heißt nein. Nein heißt nein. Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du. Das Christian sagt. Wenn du möchtest, dann kann das jetzt nicht verbinden. Ich glaube, der setzt der Brüstner VR-Brille gerade auf. Also, mal so ganz ohne Witz. Phasmophobia mit VR-Brille stelle ich mir auch echt scheiße gruselig vor. Oh ja. Warum? Also so allgemein Horrorspiele in VR finde ich, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich. Wir können, ja. Dann drückt bereit, ihr Guten. Bereit klicken. Bereit drücken und dann geht's los. Willow. Hello. Wir haben ja alle Willow gewählt, also. Oder hey, zwei. Hey, ich habe kein Woodwind. Müssen wir erstmal hier kurz... Ladebildschirm aus. Haben wir einen 5er Multiplikator, ne? Ja, 5 noch. Ja, 5, oh, Brüstner. Ja, das. Wir sind scheiße langsam. Wir haben keine Taschenlampe. Hallo. Oh, leck mich doch. Dann müssen andere Sachen leicht sein. Nimm am besten die Videokamera, Brüstner Maus, Bertel. Wir haben nämlich kein Licht. Hat er heute wir keine haben 75% Taschenlampe? 75% Sanity.
Guck mal, sie stirbt schon. Und es schneit. Und wir haben keinen Sprint. Ja, wir haben auch keinen Sprint, das stimmt. Das ist auch kacke. Ich glaube, wir sind langsam. Also zumindest ein Ticken langsamer als sonst. Oh, die Brüste. Wir haben die Musikbox. Der Sicherungskasten ist kaputt. Oh, fantastisch. Okay, dann muss der Geist ja langsam sein. Ja, aber sehr langsam dann. Ja, dann muss der Geist doch 50 sein. Ja, wir sind aber schon 25 gefühlt nur. Wieso haben wir kein Licht? Weil jetzt bei dem Spiel, ist. Genau, bei dem Spiel kannst du, hörst du uns überhaupt noch, Brüstner? Ja, ich höre uns. Bei dem Spiel kannst du jetzt ganz viele Einstellungen frei wählen, unter anderem halt, ob du die Taschenlampe... Er hat Wasser angemacht in der Küche. Halt. Ja, dann ist er in der Küche. Kriegen wir noch EMF für das Wasser? EMF 5. Nice. Und wir haben zusätzlich noch den Beschwörungszirkel unten. Hat ja auch schon mit einer Tasse geschmissen, die Nuss. Ich mach gleich ein Foto vom Wasser. Ja. Schon jemand den Knochen? Bist du? Nein. Wie alt bist du? Schäm dich. Wo bist du? Bist du hier? Ja, ich hab den Knochen. Wir haben ein schönes, wir haben Rippchen. Wir gehen? Oh, Brüsten. Er möchte nicht mit mir reden, aber er wirft viel um sich. Wir haben kein Versteck im Keller. Haben wir eins in der Garage? Hallo. Ja. Hallo? Ich leg mein Buch hin. Oh, die Brüstner beschützen uns jetzt mit ihrer Räucherei, mit der Myrrhe. Mit der heiligen Myrrhe. Miriel! War mal so frei und hab schon mal Pillen eingeschmissen, weil wir waren knapp bei 50% nur noch. Das ist sehr nett. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich sehe keinen Orb. Ich hab nicht gesehen. Also keine Mimik. Aber hätte es sowieso nicht mehr sein können. Die lösen sich nur meine Kräuterstäbchen aus. Ist der überhaupt noch in der Küche? Du hast es gerade gelöst. Mit der rechten Maustaste machst du das jetzt. Ja. Gut, jetzt hast du ihn halt einmal geholt. So schnell. Hat jemand das Wasser fotografiert? Ja, ne? Ja, hab ich. Oh, ich hab hier noch das Buch. Ich nehme auch nochmal Pillen. Der schmeißt ganz viel Scheiß umher. Ihr beiden könnt auch nochmal Pillen stucken gleich. Der hat die Tür angefasst. Hier wiederum. Ich kann die Tür auch mit dem... Kann jemand Salz mitnehmen? Was? Kann jemand Salz mitnehmen? Fingerabdrücke sieht man auch mit diesem Knicklicht, oder? Ja, aber nicht so ganz gut. Kann die Pute vielleicht dann beim nächsten Mal ihren Charakter wieder wechseln mit dieser Strohhaarpuppe? Zu dieser Strohhaarpuppe? Oh, er hat was geschmissen. Wie ist das denn jetzt bei der Jagd? Was passiert denn? Das gleiche wie bei den letzten Jagden. Die Tür geht zu und wenn du das Herz pochen hörst, dann bist du höchstwahrscheinlich gleich tot. Sehr viel mehr gibt's nicht zu wissen. Der schmeißt so viel rum. Eine Polterbitch. Kann's nicht sein, weil wir haben EMR5 und da ist Poltergeist draußen. Achso, ja. Hat dann nur hohe Interaktionen als Modifier. Dann vielleicht Oni? Er hat schon wieder was, also er schmeißt sie am laufenden Band. Oh, er steppert. Können wir nochmal eine UV-Lampe holen? Dann ja, sehe ich auch die Fußabdrücke. Weg.
Ich hab eine Lampe mit. Ja, gut. Ich will auch ein Feuerzeug auch nochmal mitnehmen. Alter, der ist crazy, der Geist. Cray, cray. Wir haben noch zwei Fotos, eins davon für den Geist, also wir können unten das Ding anzünden. Soll ich anzünden? Ja, lass das mal machen. Im Zirkel. Wo verstecken wir uns? Na, im Jungszimmer hinter der Kommode. Ja. Ist schon wieder durch was durchgesteppt, hab ich gerade gesehen. Jesus. Ist was zum Anzünden? Ja. Haben wir ein Abwehrräucherstäbchen? Auch dabei. Können wir vielleicht aber erstmal rauskriegen, was überhaupt für ein Geist ist? Wo muss ich denn hin? Wo bist denn du jetzt gerade überhaupt, Kind? Zünde an, Tom, das letzte Ding, weil er handelt gleich sowieso. Machst jetzt deine komplette Elektrik aus. Und dann packst du dich hier mit C hin. Kriechen und einfach Fresse halten. Das kann ich gut. Komm mal noch ein Stück ran. Ist zumindest nicht schnell. Kein Radio. Was so? Ja. Das ist aber ein kurzer Cursed-Hand. Hat gerade was angefasst? Ja, eine Tür. Haben wir Finger? Kann nicht nachgucken. Hier, Finger. Nice. Sehr schön. Oh, die Rüstermaus. Lass mal raus, Kinder. Jin, Goryeo, Obake und Mülling. So, ihr habt nur die Tür zugemacht. Hat ja, jemand Connections-Probleme? Da läuft jemand auf der Stelle. Ist das die Pute? Nee. Du hast, auch, das sieht auch so aus, wenn du das Journal aufmachst. The Journal? Während du läufst, dann... Sieht das genauso aus. Die vier sind jetzt natürlich scheiße zu unterscheiden. Es ist ein Wir könnten halt nochmal mit Dots gucken, ob wir Dots sehen. Aber das Problem daran ist, dass wir keine Kamera aufgestellt haben. Clever. Clever von uns. Cool, wir haben sogar das Räuchern hinbekommen. Nice. Das haben wir auch gemacht. Und ja, das wird gut. Der Profi hat's getan. Sind wir jetzt nur noch beim paar 20%, wenn ich jetzt reingehe, dann sterbe ich doch. Ich komm mit. Soll ich machen? Ja, ist gut. Ich hab noch ein Räucherstäbchen und willst du es haben, Tom? Du kannst es besser. Ja. Ich drop's dir im Truck. Im Truck. Kleinen Moment, es geht gleich weiter. Sagt er. Werdet ihr gehuntet? Nein, noch nicht. Ich stehe noch davor, ich warte auf Tom. Ey. Na, wenn er jagt, dann sind wir halt beide tot. Der räumt hier echt die komplette Einrichtung um, ne? Ja. Es ist... Das ist nur ein Event. Event. Das ist echt crazy. In Love, der Ghost. Und wir haben auch noch den Spiegel. Guck nicht rein, er zerbricht da. Boah, auf das Ouija-Board. Ich hab alles außer die Tarotkarten. Wo sind die Brüste jetzt? Und das schlechte Versteck im... Das darfst Garage. Du nicht mehr machen, da werde ich nämlich angeschissen, Brüstner. Ja, also zumindest ganz wenn wir gerade dabei sind. Zumindest wenn wir gerade dabei sind, rauszugehen. Da sind sie echt empfindlich geworden. Echt? Ja. Aber das weiß ich ja nicht. Das stimmt.
Ach, lass es doch mal. Sein Vater, ne? Mann. Nee, Event. Jetzt habt ihr aber gedacht, ne, Kinders? Jetzt habt ihr kurzzeitig gedacht, euer Schöpfer steht euch gegenüber. Gut, dann gehe ich halt nicht mehr rein, auch nicht schlimm. Wir wissen immer noch nicht, was es ist. Ich stell mich jetzt vor dir, ich mach das jetzt, wie wir das früher gemacht haben. Tom kümmert sich um alles andere und ich guck mir das Videobild an. Warum hat die Brust eigentlich noch so viel Sanity? So, und jetzt starren wir jetzt zu viert auf diesen Monitor. Jupp. Und der hat sogar Jin? Schon, der hat was angeknabbert. Jin, können wir nicht rausfinden. Haben wir ein Buch drin? Ja, ja, das liegt da sogar leicht sichtbar. Jin kriegen wir nicht raus. Außer wir haben einen dritten Beweis. Ein Orb ist es, naja gut, kann, aber muss ja nicht, ne? Ja, es kann halt im Zweifel ein versteckter Orb sein, wenn wir nur zwei Beweise haben. Ja. Oh, Kinders. Ich mach jetzt irgendwas. Mühling ist es, glaube ich, nicht. Ich sag Obake, rate ich. Obake? Wir sind aufgebockt. Du hast geraten. Oh je, wir sind aufgebockt. Nochmal. Kaltstart. Kaltstart. Ist aber auch ungünstig heute, ne? Einmal eben bitte draußen räuchern und die Geister vertreiben. Wir haben leider kein Räucherzeug mehr. Doch, Richie hat eins in der Hand. Ja. Aber vielleicht... Bitte einmal räuchern, dass die Geister aufhört, unseren LKW, unseren Truck festzusetzen. Dann lass mal dein Feuerzeug fallen. Ja. Unter deinem Fuß. Verschwindet der Geister. Man kann ja auch keine Sachen anbringen, nicht mal den Bewegungssensor. Jetzt können wir jetzt fahren? Komm rein. Ich nicht. Ich suche gerade noch was. Ich find's nicht mehr. Was ist Feuerzeug? Ja. Da ist eins. Oh, ohne Feuerzeug ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, ohne Feuerzeug kommen wir hier nicht weg. Ach, du hattest auch noch eins. Oh, das hat jetzt funktioniert, hätte ich gesagt, oder? Nee, hat immer noch nicht gereicht. Ärgerlich. Lass uns doch mal Salz streuen. Dann den Salzkreis zum Schutz ziehen. Du wusstest denkst auch gerade, was? Nee, man kann hier gar nichts machen draußen. Das ist ja scheiße. Ja gut, wahrscheinlich damit du irgendwie keine komischen Teammates hast, wie der das Spiel kaputt komplett. Ah, na endlich, guck dir mal. Hat und was war's jetzt am Ende? Obake. Nice, hab ich richtig geraten. Oh, das gibt Fat Money. Ja, fett. Das tägliche Ziele? Habe ich 419 bekommen. Ich nur 313. Ich würde sagen, ich mache noch eine Runde mit und dann... Das klingt sexy, dann machen wir jetzt... ich gehe jetzt nicht unter 8. 10, 2, 4? Ja, nee. Komm, nimm wir mit. 10,24. Und dann lass uns noch mal eine kleine Map nehmen am besten. Also der Multiplikator, der Schwierigkeitsmultiplikator. Als Referenz genau, hat man Albtraummodus ist mal 4, also das Geld mal 4. Und jetzt haben wir einen Multiplikator von mal 10. Auf Ridgeview gibt's gerade, glaube ich, einen Glitch, dass du dich in Schubladen verstecken kannst bei der Jagd. In Schubladen? Ja.
willst du denn da in die Schublade reinkommen? Das verstehe ich. Du machst alle Schubladen auf und dann crouchst du dich da rein und dann hast du da einen Safe Spot. Ich weiß aber nicht, ob das schon rausgepatcht wurde. Probier's mal aus. Ja, dann lass es Richview nehmen. Ich erkläre mich zum Sterben bereit. Ach, dann muss ich ja wieder auf bereit drücken, ne? Ah. Die Brust, da fehlt noch. Erster Jägerpraktikant. Wir sind alle Praktikanten. Mit Level 1000 geführt. Ja, wir kriegen keine Festanstellung. Mm. So, Taschenlampe haben wir eh nicht. Ja. Wir können Pillen nehmen, dann sollten wir das auch mal eben tun. Oh. Cursed Object. Nehmen wir eben Pillen. Guten Frauen. Ey. Hast du jetzt die Pille weggefressen? Nee, ist doch scheißegal, es geht ja eh nur um Durchschnitt. Also ja, hat er. Sagt die Pute. Es geht nur um Durchschnitt. Geh mal rein, Brüstner Mausi. Hier kann man sich doch auch immer noch bequem hinter dem Kühlschrank verstecken, also insofern. Jagt er? Nein. Hier, das, die Schubladen sind das. Ihr müsst erstmal alle aufmachen, bitte. Geh doch da mal weg, Maus. Ja, und jetzt? Jetzt musst du dich da reincrouchen. Er jagt. Hand. Dann sind wir wahrscheinlich unter 50. Ich glaube, das war's. Vorbei, oder? Ist jemand tot? Nee. Ja. Aus. Hat funktioniert. Von oben, oder? Hat funktioniert. Die Scheiße. Ja. Oh, er jagt. Nee, doch nicht. Habt ihr Angst? Girl, erschreck mich doch nicht so. Hat funktioniert mit den Schubladen. Oben, ja? Und es war kein Diogen. Noch kein Way. Hätte der uns jetzt gefunden? Diogen hätte uns gefunden, ja. Aber ich dachte, es ist praktisch wie so ein Schutz, wie so ein umgestürztes Regal in der Bibliothek. Ja, wir waren ja alle, drei von uns waren ja nicht in dem Schublade. Jagt er gerade? Nee. Nee, ne? Nö, scheint nicht so. Nee, die Tür ist auf. Der kam da hinten Richtung Garage doch her, oder nicht? Er jagt. Hand! Ich bin gegebenenfalls tot, ich habe nämlich kein Versteck. Jemand ist gestorben. Jemand ist tot? Warum ist er jetzt schnell? Ist er fertig? Nein. Du hörst ja das Unheil. Fertig? Ja. Kann es sein, dass es schnell war und dann langsam und dann wieder schnell? Ja. Meinung. Handtuch. Dann Kinders, lasst uns mal gehen. Muss ein Handtuch sein dann. Jagt er? Er jagt. Ja. Oder es war ein Revenant, der gerade Line of Sight hatte. War er schneller, als er dich getötet hat? Das Brüstner redet nicht mit dir. Weil ich merk's. Hallo, Richie, lebst du was? Ich lebe, ja. Ja, du hörst mich? Achso, wir sind nämlich Sprachverlust. Revenant oder Hantu? Ich bin tot.
oder Mimik. Warum seid ihr eigentlich alle draußen? Ich bin noch gar nicht draußen. Wir warten auf den Ritchie. Ist er schnell gerade, Ritchie, oder doch, langsam, oder? Die Bude. Ich glaube, Ritchie hat gerade andere Sorgen, als jetzt sich um deine Belange zu kümmern. er ist in der Nähe. Er kommt. Ah. Fertig. Haben wir aufgehört zu handen, ne? Ja. Das war jetzt aber sehr knapp. Das war jetzt aber... Da hatte ich das, der Stift hat schon gemalt jetzt. War schnell, oder? Nö. Normal. Ah. Ja. Anna, war schnell, als er dich gejagt hat? Na, ich glaube, ich bin ihm voll in die Arme gelaufen. Also er war oben, also der kommt immer von oben, der handelt auch oben, also... Und ich war oben. Das war jetzt in einem Satz viermal das Wort oben. Hattest du Gefriertemperaturen oben? Oh. Dann war es wahrscheinlich, dann ist es gerade entweder keine Beweise oder ein Revenant. Kinas. Okay, ja. Revenant? Das ist alles nee. Nicht. Der. Das Ding war in dem zweiten Hand. Der war erst schnell, dann war er langsam, dann war er wieder schnell. Im ersten war nur langsam. Findest du? Also ich fand den jetzt bei beiden Hand einfach nur normal schnell, ehrlich. Nee, also beim zweiten. War der schneller als beim ersten Hand. Das heißt, der muss entweder gerade Gefriertemperaturen um sich drum gehabt haben oder in der Line of Sight von jemandem gewesen sein oder eine Mimik sein. Oder ein Rayu, der gerade Equipment in der Nähe hatte, weil Anna oben war. Das geht auch noch. Das ist auch noch eine Option. Oh Gott, das ist ja jetzt viel zu kompliziert hier. Ich kann mich gerade ganz vertun. Was machen wir denn jetzt? Aber gehen wir rein oder fahren wir ab? Ich würde reingehen, das muss was mindestens einer von uns werden. Ja, denke ich aber auch. Machen wir ein bisschen Action hier. Haben wir Licht, Nena? Nö. Wir gehen rein, Pudimaus. Ja, ja. Ich würde erst gerne einen Hand abwarten, bevor ich hochgehe. Ja, wir können uns ja eben wieder hinterm Kühlschrank. Also ich bin mit den Schränken ganz gut gefahren. Mit den Schubladen. Benutzt die Schränke. Mach ich auch. Brüssner Maus, bist du hier? Ich bin bei dir. Oh, Event. Heißt der Event? Ein Foto? Von seinem Schritt. Das heißt, er ist jetzt auch noch hier. Leck mich doch. Nein, es hat nicht gezählt. Ich hab sein... Event. Schritt fotografiert, aber es hat nicht gezählt. War das auch ein Event? Ja. Ja. Die Tür ist noch auf. Oh ja, Tür ist ja noch offen. Ich war zu nah dran, das Geist-Event. Er hat den Geist nicht genommen, das Foto. Jagd. Langsam. Schnell. Ist gerade jemand in seine Line of Sight? Nö, würde ich nicht sagen. Wenn das als Line of Sight zählt, dass wir hier in der Schublade hängen. Weil der wurde immer, kann sein. Ich glaub, der ist zählt. Immer dann schnell geworden, wenn er an mir vorbeigelaufen ist tatsächlich. Ja, dann ist es ein Revenant. Glaube ich. Weil der war, den Unterschied in der Geschwindigkeit hast du ja jetzt auch mitbekommen, ne? Ja, das war auch das letzte Mal. Hand schon vorbei, ja, okay. Ja. Na gut, dann lass uns fahren. Hand! Mich hat er jetzt erwischt! In der Schublade? Ja, in der Schublade. Dann warst du nicht weit genug in der Schublade drin. Wie das aussieht! Jagt er noch? Ja, ne? Guck mal, wie du in dieser Schublade hängst, Richie. Hallo, Anna. Ist das bei mir?
Ich mach gleich ein Foto, wie Richie in der Schublade hängt. Alter, das sieht aber nicht sehr gesund aus. Die Maus, da wolltet ihr jetzt aber auch gerade kurz an die Wäsche, ne? Ja! Hab's gehört. Oh, das sieht jetzt mega aus. Hätte ich mich denn jetzt hinknien müssen? Oder ja, na klar. Ja, du musst dich hinknien. Oh. Ach so. Standest du einfach da drin, jetzt in der Schublade? Ja, ich hab ihn noch angeguckt. So, hallo! Ich wollte gucken, wie er aussieht. Ich hab auf dieser Map jetzt nur Schrittfotos gemacht. Weil du auf Schritt stehst. Ich hab nur Schrittfotos. Ach, naja, gut. Und jetzt ich sag mich Revenant. Halt jetzt ist eine Mimik. Ich hab eine Mimik in der Hose. Das war ein Raju. Okay, dann war es das Equipment. Nicht guck die mal, Person. Ich kriege ganze $7 jetzt. $107 bekommen. Für nur das EMF-Ziel. Ja, Kinder, also für mich war es das jetzt. Lieben. Eine ja. Geht noch. Gute Frau. Komm, eine 9,0. Ja, okay. Ja, okay, eine geht noch. Einer geht noch rein. Ich möchte nach Camrio Woodwind. Und ich will zu Sunny Meadows. Das kennen die Brüsten auch noch nicht. Woodwind kennst du auch bloß nicht. Sunny Meadows. Der Ritchie muss noch mal reindrücken. Ich war ja schon dabei. Camp Cockwind. Oh, die Brüste ist da. Die ist immer fix hier drin. Wir haben Taschenlampe. Oh, oh. Oh. Das verheißt nichts Gutes. Nee. Und wir haben Donald Lewis. Pillen fressen. Fix räuchern. Fress Pillen. Wenn er jagt. Ey, hast du schon wieder meine Pillen genommen? Ich diesmal nicht. Das war der Richie. Stimmt voll gar mein nicht. Mein EMF ist hier unten reingebackt. Nee, doch nicht. Okay. Wir haben jetzt bestimmt eine 5... Ich dachte gerade. Wir haben Tarotkarten. Die Musikbox. Wo? Im gelben Zelt. Im gelben, hier. Ne? Ja. Wir haben Licht. Das ist das nicht ist nichts gut. Gutes. Licht, Musikbox nee, und Stufe 9. Wir sterben. Der Geist 9? Ist auf. Ja, der Geist ist auf Speed. Meinst du denn jetzt mit Stufe 9? Na, Multiplikator. Multiplikator. So. Wir haben nicht das Versteck hinter den Dingern. Ich glaube, wir müssen ins Klo. Ja, ist echt so. Das Einzige, was wir groß haben, ist das Klo, weil die kleinen Zelte sind auch alle dicht. Haben wir vielleicht einfach keine Verstecke diese Runde? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Hat gerade von euch jemand ein Zelt geöffnet? Ja. Okay. Gasherd angemacht. Was macht ihr denn da? Hey, ein bisschen Privatsphäre, bitte. Ja, ich merk das. So. Sie kriegt die Türen wieder nicht in. Oh, er jagt, glaube ich. Jagt, ja. Ja, mal gucken, wo er herkommt. Ich bin tot. Er hat mich. Ah, ist aber echt strunzendumm. Na, er ist direkt auf mich zugelaufen. Ach so, da. Das bist du, okay. Er ist schon durchaus gut schnell. Es ist der ja, er war sehr hat vor uns gestorben. Ja. Ich hab gedacht, ich schaff's eventuell noch mich in Sicherheit zu bringen, aber er war zu schnell. Ich lieg hier so geil da in meiner Ansicht. Ich mache so eine Brücke im Prinzip in den Boden. Das ist der Metzger. Die Brust hat mich getötet. Ja, ich dachte, es wäre auch gerade irgendjemand das rausgelaufen. Seid ihr beide jetzt auch tot? Ja. Nice. Jetzt ist halt alle drei tot? Ja. Ja, Richie, du musst es puppen. Oh, der rennt da gerade rum. Ja, der ist gerade am Lagerfeuer.
Ach, das ist... Achso, ihr seid ja tot. Wie, warum sind wir jetzt gestorben? Ne? Der handelt halt mehrere Leute. Also nur ja. wenn einer stirbt, heißt das nicht, dass du dann... dass der Hand dann zu Ende ist. Das geht dann noch weiter. Je nach Einstellung. Ja, weil du... aber ich bin tatsächlich auch rausgegangen, aber... Ja, aber weil jemand gesagt hat, der hört gar nicht mehr auf. Stimmt. Geh echt mal, der handelt echt ewig, ne? Ach, du stehst draußen. Ja, ich war draußen, ich wollte gerade neues Equipment holen. Habt ihr gesehen, wie das Buch hier rumgebounced ist, wie so ein Flummi? Das sah lustig aus. Wisst ihr jetzt, wo der ungefähr herkam? Der kam von hinten, da wo die Holzhütte ist, kam der irgendwo. Ah, okay. Da war ich nämlich gerade, als er angefangen hat, und der war halt direkt hinter mir dann. Ja, der hört ja gar nicht mehr auf, was ist denn das? Jetzt? Jetzt ist er fertig. So, soll ich jetzt reingehen oder was? Ja. Damit ich direkt sterbe? Richie, du musst das jetzt wuppen. Hast du Glück? Hast du bitte Kack an der Hose? Und die ganzen Sachen liegen im Klo von uns übrigens. Ich mach jetzt mal ein Gasherd an. Mach mal das Licht an hier, über dir. In der Mitte des Zeltes ist die Lampe. Meint ihr, das ist ein gutes Versteck, wo ich hier bin? Nee, ne? Nee, der war da gerade. Das ist, glaube ich, okay. Der war aber gerade hinten. Hans? Ja, jagt. Aufpassen! Wir stehen alle um dich herum übrigens. Ja, baut mal hier so einen Wall um mich drumherum auf. Wo ist er denn gerade? Was das? Es ist zumindest kein Diogen. Ja, das war's. Das war's. Dann war der eben nur so lang, weil drei Leute gestorben sind. Das kann sein. Vielleicht hat das irgendwie zurückgesetzt, den Timer. Naja, also mit jedem Gestorbenen verlängert sich der Hand normalerweise. Das sind mal drei. Ja gut, dann warte ich jetzt noch ein Hand ab. Also ich merke das ja, wenn das Licht mit einmal aus ist. Der kommt irgendwo entweder da hinten von den Zelten oder hinter dem Holzdingens. Also wie er mich ja mit Jim Beam und Baked Beans beschmeißt von Heinz. Er will halt, dass es dir gut geht. Ja, er startet hier hinten hinter den Zelten. Das sind wir. Jagt er gerade oder was? Ja. Oh. Ah, ich sehe ihn. Das war's aber schon, oder? Boah, der Ball. Nee. Jetzt ist er fertig. Ich halte mich jetzt hier von Spot zu Spot. Du musst einfach da hinten hingehen. Ich bin im Scheißhaus. Ja, das ist die falsche Richtung. Ich dachte, der kommt von der Holzhütte. Ja, also dahinter, hinter den Zelten im Prinzip. Also ja, egal, genau. Welche Seite du dahinter gehst. Ja, dann ist es ja nicht die falsche Richtung, wenn es egal ist. Ja, das andere wäre schneller gewesen von dort, wo du eben gestanden hast. Schneller zu sterben. Aber in der Toilette liegt nur eine Person. Würde ich mir sagen, wenn er Hand ist? Ja. Die Brüster bumst den Tom. Weil ich das auf dem Stream sehe, du Eumel. Ich lege jetzt den Mund. Jetzt küssen wir uns. Wenn ich jetzt sowohl bei Forewarned als auch bei Phasmo zwei Runden überlebt, eine gestorben jeweils. Wie sieht das aus, Richie, von außen? Also sie ist ja gar nicht. Stimmt. Ja. Versteckst du dich gerade immer noch, Richie? Ja, ich bin immer noch im Klo. Ich sehe ja nicht, wann er macht gerade nichts. So. Oh
Oh, guck mal, wie der Richie da langläuft, von Zelt zu Zelt. Und jetzt macht nicht das Zelt zu. Er kriegt das Zelt nicht zu. Hängt das bei dir auch noch so halb auf? Ja. Ist das bei dir zu, Richie, das Zelt? Mir ist es zu, ja. Hier macht ihr doch noch das Licht an. Ja. Hier. Holy shit, ist er schnell gerade. Der rast. Ist durch. Oh Gott, erschreck mich doch nicht. Die Gelegenheit, Beweise zu sammeln. Na, sammelbrav. Ah, 0 Grad. Ist 0. Ja, ich sehe, dein Atem ist gefriert. Drive-by Beweise gesammelt. Guck mal, noch viel Atem. Mach ihr dir denn noch das Lämpchen an nebenan? Aber dann kommt er doch zu mir, oder nicht? Nee, nicht bei den stationären Lichtern. Aus. Ich krieg's nicht an. Oh. Warte, jetzt hier eine Gabel. Richies Arm guckt einfach aus dem Zelt raus. Guck mal von außen. Das Armzelt. Mit einer Taschenlampe auch noch so in der Hand. So. Ja. Oh, er jagt. Ich hör's. Volle Kanne. Er läuft gerade. Hat er den gestartet? Hinter das Zelt. Herum. Guck mal, wie schnell er ist. Er ist fertig. Jetzt aber raus. Dass er keine Türen aufmachen kann? Doch, aber ich glaube, der ist zu doof. Ja, was brauche ich denn jetzt noch? Hallo. Ich hab ein Buch hingelegt. Kann mal jemand auf das Buch gucken, bitte? Willst du gleich mal eben den Generator ausmachen? Dann könnten wir Gin testen. Nur, ich habe gerade andere Sorgen, als hier irgendwelche Generatoren an- und auszumachen. Wenn ich da reingehe, dann sterbe ich. Ja, aber nicht, wenn du beim Generator bist. Ja, wenn du den Generator ausmachst, ist er vielleicht langsamer. Aber der ist doch aus. Sie konnte das Licht doch nicht anmachen. Dachte ich. Aus oder an? Also der Generator soll... Ich weiß es nicht. Na, brummt er oder nicht? Ich will ihn nicht. Der brummt ist aus, nicht. Der Generator. Okay, dann ist es kein... Eine Sorge weniger. Oder ist es halt, oder er hat halt 150 Speed, das kann auch sein. Das kann alles sein, ja. Ich will nicht reingehen. Schneit's? Nee, ne? Es war windig. Nee, schneien tut's nicht. Gaskocher, ne? Den kannst du aber ausmachen. Ich will nicht loslaufen, ich hab Angst. Kannst du bitte erstmal jagen, Maus? Ja, direkt hinter die Holzhütte da, hinter die Zelte. Ah, ein Baseball. Noch einer. Ach so, hier hinten hast du es hingelegt, okay. Da kam er nicht von da, ich dachte. Nee, er kommt von ein Stück weiter hinten eigentlich. Das Buch liegt da, glaube ich, falsch, wenn es da nicht gefriert. Aber da waren 0 Grad, hatte mir da die Dings gerade noch angezeigt. Aber ich habe die Gefriertemperaturen erst in dem Zelt gesehen. Da, also okay. Hier hinter den Zelten. Jetzt jagt er ja erstmal. Okay, Buch scheint eventuell doch richtig zu liegen. Zumindest jetzt gerade. Alter, ist der schnell. Fertig. Scheiß Ding.
jetzt hier habt. Für die Brüstnermaus. Was ist das denn, ne? Ein Fressnapf für dich. Oh, Girls and Boys. Guck mal, ein Weißring. Ja, ich hab eben Bohnen gefehlt. Ja? Ja. Jo. Dann sitzt du hier so lang. Du, ich kann ja nicht sterben. Ich darf ja nicht sterben. Oh, die Hauptkatze schon. Please open the gate. Buh. Oh, die Ronja. Die Ronja ist da. Liebe Ronja. Morgen, Ronja. Der Richie kackt sich gerade ein bisschen in die Hose. Ja, nur so ganz minimal, weil ich brauche hier ewig, weil alle tot sind. Oh, er jagt. Er hat aber so ein paar Sekunden Grace Time, ne? Ist der unsichtbar? Ich glaube nur eine. Weil er legt also so relativ zeitig los. Er ist fertig. Habe fertig. Ja, ich würde sagen, fahr einfach los. Kommst nicht durchs Tor? Gerade, glaube ich, Moroi. Oh, ich hab die scheiß Tür jetzt nicht aufgekriegt. Kurze Panikmoment. Ach, was sag ich denn jetzt? Keine Ahnung. Sag Moroi. Ämon, fertig. Oh, ich hab mein Bestes gegeben, es hat nicht gereicht. Es tut mir leid. Das kotzt sogar die Brüste. War ein Shade. Ein Shade hat uns so dezimiert? Holy shit. Das ist peinlich. Oh, ich hab ganze 10 Gold, 10 Dollar jetzt bekommen. Ich hab 5. Ich hab auch nur 5 bekommen. Hm, wir sind schlecht. Ja auch gestorben. Gut, das war's jetzt. So. Okay. Dem stimme ich zu. Was sagt sie? Tschüss. Au revoir. Tschüss. Au revoir, Kinders. Mäuschen, Tom, willst du jetzt hier nochmal eine Abmoderation machen? Ja, die Ronja halt, ne? Ja, das stimmt, du bist gerade erst gekommen. Ja, aber wer kommt denn auch um 22.35 Uhr erst dazu? Echt mal, Ronja. Schäme dich. Schäme dich. nein, das tut uns natürlich sehr leid, dass das jetzt schon wieder so unpässlich passiert, ne? Dass wir uns... Ich schaue halt auf Arbeit beim Autofahren keine Streams. Warum nicht? Echt mal, kannst du zumindest ein bisschen lurken. So im Tesla? Musst du den Tab aufhaben. So im Tab aufhaben. Nee, das tut uns wirklich leid, Ronja. Zumal das jetzt auch erstmal... Ich versetze die Leute ja auch schon genug in Anführungsstrecken. Was? Nein, Ronja. Beim nächsten Mal bist du dann... Genau. Wo auch immer das jetzt herkam. Beim nächsten Mal bist du einfach ein bisschen eher dabei. Und dann geht das wie schon. Wie nochmal? Dabei? So. Ein bisschen eher dabei? Genau. Das wird... oh nein, das ist kein Witz. Ihr wollt nicht bei mir auf Arbeit mitfahren. Nee, also möchte ich auch nicht unbedingt. Muss ich da... Kann mir das Schöne. Bremse ich dann haptisch mit den Füßen mit? Angstbremse. Oder der Angstgriff. Den mach ich ja bei dir schon, Reggie. Wie deine Mama. Ja, meine Mutter macht das auch immer, stimmt. Nein. Nächste Woche ist der Reggie tatsächlich nicht da, ist im Urlaub. Da er sich gönnt, du hart gearbeitet, jetzt ist auch wieder mal Urlaubszeit.
angesagt. Ja. Und das sei ihm auch vergönnt. Deswegen wird höchstwahrscheinlich der Stream, den ich nächste Woche geplant habe, alleine stattfinden. Eventuell ist die Pudi-Maus mit dabei. Sissi. Auf jeden Fall. Okay. Ich donne mit 120 mit dem großen Lieferwagen im Dunkeln, im Starkregen über die Landstraße und so ein paar Sachen. Mensch. 120 ist nicht, das ist auch für deine eigene Sicherheit ist das nicht von Vorteil, Ronja. Was ist, wenn die Frau Südje umkippt im Lastwagen? Frau Südje. Oder die Syphalis. Physalis. Physalis. Syphalis. Ich wollte Syphalis sagen. Syphalis. genau, das heißt, der Richie nächste Woche nicht da. Ja, ich bin unpässlich, Kinder. Oh! Und Betonung auf nur 120. Genau, und bis dahin, liebe Ronja, tut uns leid, aber du kannst dir das Video anschauen dazu, was jetzt gleich online sein wird. Also, ne? Das VOD. Das VOD, da hast du ja noch ein bisschen was von uns. Nein, Ronja, einen wunderschönen Abend wünschen wir dir noch. Ein wunderschönes Wochenende. Und Richie, einen wunderschönen Urlaub. Da draußen. Dankeschön. Sissi, viel Spaß. Bis nächstes Wochenende. Ja, ich freue mich richtig sehr doll. Wunderbar. Me too, me too. Bis dahin. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Kuss auf die Nuss und Speichel auf die Eiche. Speichel auf die Eiche, wie immer bei uns. Ciao. Tschüss.